Moin moin und hallo und herzlich willkommen zum Tag 3, Woche 2 von A und B. Nicht von Pianodon, sondern von A und B. Ja moin. Moin moin. Na, wie geht's euch? Ich sehe schon ganz viele Leute im Chat, finde ich klasse. Crazy Frog, moin moin. Und danke dir nochmal für den Hinweis. Ja, ist nicht Tarkov, ist Factorio. Ja, das Intro ist auf Pianodon aufgenommen, deswegen die Verwirrung. Und du konntest den Slider nicht gewollt einstellen, dass mit dem Gain rausgeschaut, was trotzdem Federt braucht. Also trotzdem einen Rauschen auf der Leitung gehabt, oder wie? Das klingt natürlich belastend. So. Also, so zustandsmäßig ist das alles super. Wir haben hier ganz viele Eisenplatten. Wir müssten hier ganz viele Kupferplatten haben. Wir haben sehr viel Eisenerz, wir haben sehr viel Kupfererz. Guten Abend. Und das Geile ist, dass wir das Eisenerz gar nicht brauchen, weil wir hier oben direkt aus den Erzen das andere Zeugs machen. Aha. Was meintest du gerade? Naja, hier für die Schmelze unten ist es nicht genug Eisenerz da. Ja, aber die muss ja nicht laufen, weil wir haben ja hier oben. Da kommt ja direkt Eisenerz und Manga-Krams raus. Und direkt zu Eisen. Genau, was fehlt uns eigentlich für die nächste Forschung? Also wir können ja erstmal hier was reinschmeißen an Forschungstechnik. So, Ghosted Entities on Destruction, okay. Grüne Fläschchen. Ja, grüne Fläschchen haben wir. Pumpjacks. Okay. Aber mein Gedanke wäre, was brauchen wir für blaue Fläschchen? Ja, den ganzen Camel gequatscht, ne? Ja. Aber witzigerweise nicht Fluid Handling. Komischerweise nicht Fluid Handling. Elektrolyse 2. Circuits brauchen wir, ja. Dann kommen Plastics und Chemical Processing 2 und dann kann man die Vorstufe von der Forschung bauen, Silicon Processing. Ja, dann kümmern wir uns erstmal um die Chips. Und dann rote Chips, genau. Erstmal tatsächlich, glaube ich, sogar die einfachen Chips. Weil hier fehlt Solder. Ich glaube, Solder sollte hier entstehen. Da ist kein Blei mehr da. Und Blei sollte hier entstehen. Nee. Okay. Das ist Hydrogen Gas, ist voll. Ich glaube, da haben wir einfach das Problem, dass die. Dass sie noch keine Dings haben. Fuck, wie heißen die? Wörter. Kein Void für Flüssigkeiten. Nehmen wir die Mod mit drauf, ja? Weiß nicht, ob wir die Mod mit drauf haben, aber es wird ja wohl eine Möglichkeit geben, was zu voiden in Bob und Angel. Also, wie heißt denn das? Flair. Flair? Macht Flair genau, hier. Flair Stack. Nee, das ist Excess Chemicals. Und das andere wäre, wäre das nicht dann der, dieser Wasserrotator? Okay, Stormbreaks, schauen wir mal. Stormbreaks müssen da irgendwo rumliegen. Moin moin, Marc. Da sind Ziegel. Warum finde ich im Forschungsbaum eigentlich nichts unter Void? Weil die Void-Mod nicht drauf ist. Ja, aber vielleicht. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass er vielleicht auch die Beschreibungstexte von den einzelnen Items durchsucht. Ja, genau, der Wasserrotator mit der Kläranlage, der hat nicht funktioniert. Ich glaube, das ist halt wirklich für. Das eine ist für Gase und hier haben wir halt ein Gas zu viel. Und dann braucht es eben eine Flare. Noch ein Circuit. Ja, der Clarifier bringt uns nichts, ne? Den brauchen wir halt für Flüssigkeiten.
Den könnte man schon bauen. Basic Electronic Board. Ach, müsste das. Nee, es ist ein Water Void. Der Clarifier ist ein Water Void. Ach, es ist ein purer Water Void, okay. Steht zumindest in der Beschreibung. Aha. So. Ja, genau, der hier vernichtet das Helium. Und das Sulfurdioxid, was zu viel ist, ist ja auch ein Gas. Schauen wir mal, ob der das macht. Das brauchen wir später. Haben wir denn sowas wie Overflow? Ja, haben wir. Dann will ich jetzt trotzdem erstmal kurz testen, ob das funktioniert. Ja genau, also der voidet das auch. Dann können wir zumindest einmal hier den Overflow dahinter stellen. Und hier den Flare Sack. So, der hier hat das Krams weg. Damit müsste hier... Sobald erstmal wieder genügend Sauerstoff da ist. Genau, und der ist Black. Müssen wir natürlich immer noch loswerden. Hat jemand das Slack weggeschmissen? Aber du willst das hier gleich anbieten. Okay. Ja. Ansonsten. Der kriegt schon gleich das Erz. Okay. Und die Erzherstellung ist hier hinten. Und hier haben wir ganz viel Nickel über. Genau, und diagonale Greifarme müssen wir jetzt auch haben. Das wird noch besser. Ja, in alle Richtungen. Da kannst du mal richtig kranken Scheiß mitmachen. Ja, aber sowas von. Gut. Bam bam. Jetzt, wenn Blei wieder läuft, fangen die hier wieder an zu bauen. Die bauen Solder Mixture und das wird dann hier einfach nur verbrannt. Bronze haben wir denn nicht, oder? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Sehr gut. Da würde ich mich jetzt interessieren, wo die hier abgeholt werden. Bam, bam, bam. Nicht falsch. Hier. So, bam bam, Soda. Wir könnten nämlich auch Molten Soda herstellen. Mit den Ingots, statt dem Mixture. Ah, ist schon okay. So, das machen wir zum Basic Electronic Circuit und daraus machen wir... Aua. Habt ihr LTN rausgenommen? Nee, haben wir nicht. LTN ist noch dabei. Seafloor Pump, Algenfarm 2... Crawler Light. Ah, den Crawler wollten wir rausnehmen wegen dem Bug. Okay, Flare Stack, klar. Die Trees Generators. Ja, hier ist zum Beispiel der LTN-Kombinator. Der ist nicht in der Leiste drin, weil er, glaube ich, noch gar nicht erforscht ist. Oder, da hier, Toggle LTN Manager. Da wäre er gewesen. Noch nicht aktiviert sozusagen, weil es noch keinen gibt. Oh, Fast Splitter. Dafür hast du nach dem Bronze gefragt, oder? Kupfer und Zinn. Okay, und Copper Ingot ist einfach nur... bam, bam, bam. Okay, also wenn wir Bronze machen wollen, bräuchten wir Zinn. Haben wir Zinn schon? Kann ich aus dem Nickel machen, aus dass sich da staut? Lass das mal nachschauen. Was Zinn haben wir als Zinnplatte? Bam, bam, bam. Ja, haben wir noch keine Produkte für die Nickelplatte?
Ohr. Und aus dem Nickel-Ohr können wir auch nur Ingots machen. Und aus den Ingots dann eben auch nur das Molten-Nickel. Aus dem Molten-Nickel nur die Nickelplatte. Und die Nickelplatte geht noch in nichts rein. Also das ist aktuell einfach Müll. Jo. Jetzt können wir, wenn wir auf dem Weilchen forschen können. Weil ja hier in der Forschung sich ja einiges zurückgestaut haben soll. Bam bam. Die Frage, wo war die Forschung? Hier. 1900. Das ist weniger, als ich gedacht habe. Hatten wir das geblockt? Ne, bestimmt geblockt. Also ich habe schon wieder erforscht. Einfach durch. Ich weiß nicht, ob wir das Advanced Copper Smelting noch gehen wollen. Hier wäre dann das Nickel Smelting. Kommt dann zum... Ja, ist halt noch mehr Nickelverbrauch. Ja. Für Bronze brauchen wir Tin und Kupfer. Und Kupfer, und das beide sind Barrenform. Genau. Und ich glaube, ich wüsste gerade noch nicht mal, wo wir Zinn haben. Na, Zinn haben wir nur in der Basis. Also wir haben noch keinen Zinn Creation in dem Sinne. Genau. Den Mineral Catalyst können wir den schon machen. Mineral Sludge. Slurry Coal Filtering aus Mineral Sludge. Da war Slack Slurry aus Slack und Crashstone und Sulfuric Acid. Und Sulfuric Acid ist Purified Water und Sulfurdioxid Gas. Und Sulfurdioxid Gas sammeln wir ja schon ein bisschen was. Und das kriegen wir aktuell nur über das Blei. Okay, also eigentlich müssten wir das doch als Flüssigkeit anbieten. Moin Maussiegel. So, da muss doch hier jetzt einfach nur einen Provider für Flüssigkeiten hin. Ah, ich habe keinen dabei. Ah, perfekt. Kannst du da mal das Sulfur reinpacken? Nicht als Overflow, sondern als Ding. Genau. Perfekt. Dann bietet der das jetzt sozusagen an. Bam, 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 bam. Tankstein neben mir trocken. Ja, habe ich schon gesehen. Da ist hier so viel Rubid-Ore zur Verfügung. Aber ich sag mal so, das ist, weißt du, also. Ich meine, rein theoretisch. Was hier überhaupt? Ah, Groundwater Bore. Können wir ja einfach von hier noch was ab. So. Und das wird jetzt aber halt wieder kaputt gehen, sobald hier zu viel Kupfer da ist. Warte mal, wir können das ja so machen. Haben wir schon Kabel? Nee, haben wir nicht. Was meinst du mit Kabel? Rote Kabel, grüne Kabel. Ach, du meinst Logistik? Nee, ich meine Logik. Ja, Logik, ja. Entschuldigung. Bam bam, nee, haben wir aber noch nicht. Haben wir doch? Haben wir? Warum finde ich die gerade nicht? Also Cable ist es nicht. Red. Ah, doch, da, Red. Insulated Wire brauchen wir dafür. Tin, Copper Wire und Rubber. Okay, wo kriegen wir Rubber her? Erzeugen müssen wir es erforschen. Aus Resin. Und Resin kriegen wir aus Holz. Ein Bioprozessor. Genau, und Holz haben wir ja. Sehr gut.
Bam bam. Na komm. Was war das denn jetzt gerade? Resin, Voltium. Ah, das ist. Ah, das ist die Forschung, okay. Bioprozessor. Ach, die. Hä? Warum geht er da nicht auf die Blueprint? Irgendwie hat sich da was verändert. Nee, wir machen mit Zügen, aber wir haben erst angefangen. Wir stehen sozusagen noch am Anfang. Der Bioprozessor. Da brauche ich Stahl und die Basic Boards. Ah, die haben wir jetzt ja. Dum 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 dum. Von Stack und sagen Bioprozessor. Das ist ja relativ easy. Da bestellen wir uns hier einfach Holz. Und okay, hier macht Resin draus. Vermutlich ist das ein ultra schlechtes Rezept. Das dann später mal besser wird. Hier können wir hintereinander schalten. Passt das ja perfekt. Und das Resin selber muss noch zu Rubber. Oder wird das Resin? Wird das für irgendwas anderes gebraucht? Ne, es wird direkt zu Rubber. Also brauche ich doch ein Furnace. Aber nicht so viele. So. Also die produzieren 80 pro Minute. Schauen wir gleich mal. Was ist mal hier los? Komm. Greifarme. Dum, 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 dum. Electric Cable. Oder wollte ich einfach auf die großen gehen? Schau mal. Also kein Holz angekommen. Bam, bam. Doch, ist Holz da. Dampf ist da. Gibt's hier kein Holz? Doch, 15.000 Holz. Ah ja, hier kommt's. Da ist die Armee. Hier bräuchte ich noch ein Brennmaterial. Und wie viel Resin muss der zusammenbrennen? Aus 3 macht er ein Rubber. Das klingt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ausreicht. Bam bam. Dann kommst dahin. Dann nehmen wir da die lange Greifarme.
Mann. Rum. Und dann nehmen wir hier einfach ihn, der so aufnimmt. Und ich glaube nicht, dass der hier sich schon ein bisschen langweilt. Wo sind denn die größeren Strommasten? Ja. So, und der kommt aber noch nicht hinterher, gell? Ja. Jetzt kann er durchlaufen. Und der hier dafür immer noch nicht. Gut. Haben wir ein bisschen Rubber? Ganz schön laut, das Ding. So, Rubber brauche ich für Kupfergabel. Red. Insulated ist er hier. Tin Copper Wire. Haben wir schon irgendwo Tin and Copper Wire? Ja, hier. Sehr gut. Jetzt kann ich nämlich da hinten das oder Ding nochmal beschalten. Da war es. bam, bam, bam. So, der soll hier bitte einfach lesen als halten. Und der soll hier einfach enabled, wenn Kohle gleich Kohle. So, damit hat der hier immer eine Prio über den. Genau. So, damit haben wir Rubber und Insulated Wire, könnten wir jetzt bauen. Electronic. Der hier. Mal hier rein. Mit Wind Wire. Und mit Rubber. Und bauen im Endeffekt eigentlich genau das gleiche. Nur, dass wir den hier nicht brauchen. Und die hier nicht brauchen. So, aber dafür kommt hier noch ein Provider hin. Ja, dann Logistik war hier. Gehen wir Zinnplatten. Okay. Wenn ich das so mache, dauert das ewig. Mr. Smiley. Und hier haben wir Insulated. Ja, irgendwann wird das hier losdüsen. Hier ist das Solder, hier ist der Tint, ja, müsste passen. Mesalein, Monsen. Achso, nee. Haben wir ja schon. Lange geklärt. Bam, bam, bam. Okay, das Zinn haben wir irgendwie von da unten importiert. Hier.
Genau, irgendwie kriegen wir hier Zinn raus, nämlich hier hinten. Und das Silikon laden wir ein. Da wäre jetzt immer noch die Frage, ob wir das Mineral Catalyst schon hinkriegen würden. Weil damit könnten wir das Tin-Ohr auch gut herstellen. Also Mineral Sludge. Aus Sludge Slurry Filtering. Wir brauchen Filtration. Jetzt bist du gerade dabei, okay. Bam bam. Ah, du hast drei Kompagnons. Das klingt natürlich nach einer guten Idee. Kupferkabel, Eisen. Ja. Klaue ich mir hier ein paar Eisenplatten. Kompagnon-Reaktor. Brauche ich den? Ja, schon einen Reaktor brauchen wir. Ja, Stahlzahnräder haben wir auch schon. Ah. Aber ich habe doch Kupferplatten, warum kriege ich gerade keine Kupferkabel raus? Achso, Fisch noch. Dim, dim. Ich glaube, den hier können wir mal hochfahren. Zu wenig Holz oder was? Ja, wir verbrauchen jetzt halt mehr Holz. Zu wenig würde ich jetzt auch nicht sagen. Brauchen wir Crystallize und dafür brauchen wir Claybricks. Claybricks. Und das ist Lime, Clay und Sand. So, Lime kriegen wir aus Limestone. Limestone kriegen wir aus Light and Mudwater. Ah, das ist die Geschichte. War falsch. Genau, und das war die Washing Plant. Witzig, dass er nicht mehr auf die Ding geht. Auf die Blueprint. Bam bam. Oh, ich muss den Stahl. Das wäre das Grid im Grid. Ja, cool. Dann hätte man hier halt so ein bisschen Platz für einen Bahnhof. Hier dann die Sachen innen drin. Bam, bam. Bist du Stahl? Du bist Stahl. Larry Fire. Was ich am Forschen. Bam bam bam. Und ich glaube, die packe ich einfach hier hin. So. Genau, da brauchen wir das Mudwater für. Mudwater. Und. Nee. Das will ich hier da. Seafloor Pump haben. Seafloor Pump. Und das wiederum war eine, die ich an den Wasserrand stellen musste. Ah, jetzt brauche ich wieder Boards. Jetzt übertreiben wir erstmal und holen uns ein paar Kompliments. Eins nach dem anderen. Bam, bam.
Chemical Science Pack, sehr gut. Okay. Wir craften auch zu langsam. Wie viele von denen... Okay, das kann ja eh nicht klappen. Rampampam. Nee, Schmann. Es sind aber drei. Sind es nur zwei. Zwei produzieren von den 300. Die bräuchten jetzt aber schon 600. Also braucht der 4. Und das müsste allein schon schneller sein. Okay. Ja gut, da passt die Ratio halt nicht. Mai. Könnte halt jetzt einfach hergehen und das mal abreißen. Dann, also der Vorteil ist, jetzt ist es von den Ratios richtig, aber die Greifarme kommen eh nicht hinterher. Okay, der Strommast kommt weg. Dafür kommt hier der Strommast hin und hier der Strommast hin. Okay, some things somewhere were terribly wrong. So ist das auch schon mal ein bisschen hübscher. Einfach dezentral in Masse bauen und dann anbieten. Joa. Wäre auch eine Variante. Bam bam. Du nimmst hier auf und legst da ab. Nee, eigentlich machst du das. Du legst da ab. Du nimmst hier auf und da. Ah ne, Pickups hier und Dropups da. So. So, und hier ist es nämlich auch so, dass der so schneller greift. So, jetzt kommen die nämlich hinterher. Jetzt brauche ich das Pendant nochmal hier. Von da nach da. So, hier. Moin, Klopper! Bam bam bam. Gibt auch Mudwater? Ah! Ja, genau. Ach, da steht ja das Ding ja eh schon. Bietet nur nicht an. Lol. Bam bam bam. So, inputmäßig. Können wir da schon einige hintereinander schalten. So 30 Stück. So. Was fehlt? Eisenplatten, sehr gut. 2 zu 1 von Resistor to Boards. Für 300 und 1 für 300. Das heißt, der hier dürfte jetzt gar nicht mehr greifen. Soll. Ja, der hier kann auch weg. So hier. So passt besser.
Ganz viele Greifarme fehlen. Die kann ich aber einfach bauen. Bist du schon wieder krank? Ah, nee, ich bin nur am rumhusten. Krank ist das nicht. Jetzt gehe ich ja jeweils auf nur halbe Bells. Das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Das heißt, hier muss noch umgestellt werden. Auf ihn. Bam, bam. Ja, drop off. Kann ich das bitte kopieren? Ja. Nur das Coke mal durchkommen. Baut jemand schon rote Schaltkreise? Ich glaube nicht, zumindest habe ich nichts davon gehört. Also Nickel könnten wir hernehmen und das mit in die Bronze hauen. Haben wir das inzwischen? Das Rezept dafür haben wir ja. Advanced Bronze Smelting 2. Schon erforscht? Du musst nach Bronze gucken. Molten Bronze. Ja, mach ich gerade. Und Bronze brauchen wir ja jetzt für die weiterführenden Dinge. Ah, da, Nickel Ingot. Ja. Können wir da ein bisschen Nickel loswerden? Das wäre nicht so verkehrt, glaube ich. Moin, Mark. Moin, moin. Da ist noch einiges zu craften. Moin Moin! So, wie ist das jetzt hier? Wir kommen hinterher, aber irgendwie halt doch nicht. Tun mir schon große Stromanspruchbauen. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Also so, die können tun wir sie schon, ja, aber. Die Großflächen Dinger nicht, oder? Großflächen? Ne, die großen für Stromnetz hier. Züge, LTR. Müssen meinst du. Also ja, können wir bauen. Big Electric Pole. Mag das jemand noch? Du meinst, einfach eine Fabrik hinstellen für. Ja. Der muss dann dahin. Da muss noch einer dahin. Moinsen, gefällt das denn? bam, bam. Braucht man dafür? Jetzt mal hier. Rubber kann ich hier loswerden. Nee, nicht die Autos. Das Rubber wollte ich hier loswerden. So, Coke kriege ich hier los. Ein Assembler wieder. Was denn? Schätzt du hier Copper? Nee, Kupferplatten sogar. Bum, bum. Man baut das so oft, dass man noch Dinger drüber stapeln kann. Weitere Fabriken, die dann aus den Big Electric Pole die Nummer 2 machen und so weiter. Ah, okay. Bum, bum, bum. Drop off und pick up.
hoch bis zu 4. Dann haben wir hier. Pick up, drop off. So. So ist das auch genehm, oder? ja genau, das sind Transport-Drones mit dampfbasierten Drones fürs Early Game. Was ist mit den anderen? Mit den die anderen Treibstoff haben? Mit dem Electric Coleman. Ach so. Ja, die hat mich Mark nicht gebeten. Was extra jetzt? Sowas von. Ah, die brauchen ja genau das gleiche, ist ja praktisch. Dann kann ich einfach das Ding hier. Das ist aber Vanilla-like. Das ist genau das, was wir in Vanilla auch brauchen. Als ob ich weiß, was in Vanilla gebraucht wird. Du mottverseuchtes Kind, du. Ja, ist schlimm, ich geb's ja zu. Ja. So. Jetzt hab ich noch ein paar Problemchen, und zwar hab ich kein Tin Ore. Mhm. Wenn ich jetzt Tin Ore aufbaue, dann bleibt das Silikon übrig. Ja. Und das muss ja auch irgendwann weg. Das ist diese Geschichte mit dem, wenn wir das Mineral Sludge haben, können wir das direkt aus dem Zeug herstellen. Und dann wird's halt fancy. Deswegen wollen wir ja Mineral Sludge haben. Dafür brauchen wir aber irgendwie Lehmziegel. Die stehen aber schon mal hier rum. Wobei ich da ein bisschen irritiert bin, dass das nicht einfach angeboten wird. Und immer wenn ich dran denke. Ach ja. Blub. So, der hat schon was. Der nicht. Ein Reaktor bitte. Ja. Und dann den Rest voll. Okay. Noch mehr Eisen. Wird zuallererst hier einmal ein Provider. Supply Depot heißt er ja jetzt hier. Die haben wir gar nicht im Truck-Netzwerk, oder? Die Schienen sind in der Kiste. Das kann gut sein. Im Zweifel einfach in ein Supply Depot schmeißen, also. Daran soll es ja nicht scheitern. Danke, Nino. So, Reaktor. So, bestellen. So, wie viel passen da jetzt in einen rein? Hier. Einen habe ich, also brauche ich noch 7. Ob das so funktioniert. Machst du jetzt Lead Tin oder was? Nee. Ich dachte mal, wie du von Mineral Sludge gesprochen hattest. Ja, der, ich glaube, Crazy Frog baut da was in der Erde auf. Aber der baut sich hier gerade schon die Filter auf. Und, ich schau mal, was ich gleich mache. Erstmal kümmere ich mich um meine Dröhnchen. Volle Dröhnung. Genau. Reaktor. So. Also wenn ich jetzt irgendwas baue, muss es schnell gehen. Aber sowas von. Nickel-Ingots? Ja, ich könnte Nickel-Ingots anbieten. Ja,
Ja, komm, ich lass mal Wickelingots anbieten. Das ist gut. Dann kannst du nachher, oder wer auch immer Bronze baut, darauf zugreifen. Bam, bam. Brauchen Carbon Monoxide für. Bin gespannt. Nickel Ingots. Oh, Blast Furnace. Dafür brauchen wir noch ein paar Circuit Boards und ein paar Clay Bricks. Bam, bam. Was ist hier das Problem? Ah ja, nicht genügend. Oder? Und dann Blast. Was fehlt jetzt noch? Ach, das Basic Circuit Board fehlt auch noch. Eieiei. Dum, dum, dum. Dann hätten wir das Ding. So, die Ingots selber. Werden direkt aus Ohr gemacht. Das ist ja langweilig. Bam, bam. Werden die Coalfilter schon gebaut? Bam, bam. Ich hatte da gerade eben was gesehen gehabt. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ah, Crazy Frog ist dabei. So. Und ich muss mir noch Request und Supply Dinger bauen. Irgendwas so holen. Geh mal zu einer Drohne und drück mal Enter. Geh mal zu einer Drohne und drück mal Enter? Also irgend so ein Auto und Enter drücken. Ah, okay. Da einsteigen. Surfst du quasi hinten mit drauf. Ah, lol. Das ist ja witzig. Oh. Aber man muss nochmal Enter drücken, um wieder runter zu gehen. Das ist ja cool. Ja. Wo hatten wir denn die... Ach ja, hier in den Kisten irgendwo. Hier waren die Autos. Und hier waren die... Das sind die Request-Depots. Und das sind die Supply-Depots. Und die Buffer-Depots brauche ich nicht. Und die Flüssigkeits-Depots hole ich mir mal mit. Werden wir sicherlich auch irgendwann brauchen. Was ist denn das da oben? Thermal Water. Ja, da kommen wir aber nicht hin. Also, Request Depot. Einmal bitte hier. Nickel Ore. Habe ich irgendwie einen Boden? Ja, habe ich. So, und dann geht das hier eigentlich direkt in die Blastdinger. Könnte jemand die Dinger bitte in ein Depot packen? Die Straßen? Ja. Mhm. Kann ich die mir hier runter bestellen? Jo. Das wäre super, wenn das jemand machen würde. Einer braucht bereits ein Belt. Okay. Dann kommst du dahin. Dahin, dahin. Nee. Nach hinten. Kommt hier nämlich ein Loader raus. Loader raus. Alles alle.
Was ist alle? Stahl. Stahl, mhm. Das kriegen wir auch bestimmt noch hübscher hergestellt, als das, was wir da unten jetzt haben. Da bin ich gespannt, was da aus dem Stahl rausgebaut wird. So, hier waren die Umwelts. Du vermutest mal? Also zum einen bauen wir ja die Stahlzahnräder. Die Stahl, werden diese Cases für den Kohlefilter. Mhm. Und so weiter, also da geht schon ordentlich was weg. Mhm. Mhm. Das passen. Danke dir, Nino, für die Straßenanbindung. Die Straße auf die Straße zu bringen. Straße kann bestellt werden. Dankeschön. So, mal schauen, wie lange es dauert, bis ich bemerke, dass ich da Brennstoff brauche und dass Carbonmonoxid nicht so einfach ist. So, die braucht noch Brennstoff, okay. Und Carbonmonoxid. Crazy Frog, ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau war, das dann neu zu quetschen. Monoxid. Weil wir haben nämlich noch zwei Weltausbaustufen. Und das Ding. Über die Wood Pellets. Ja, das müssen wir gleich mal rausfinden. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Da fehlt Crushed Stone. Carbon Monoxide. Ist Carbon und Purified Water. Und wir könnten Carbon Dioxide und Hydrogen Gas zu Purified Water und Carbon Monoxide anbieten. Und Hydrogen Gas würden wir über Elektrolyse kriegen. Aber da steht halt wieder Slack. Und bei dem hätten wir halt Purified Water. Da müssen wir mal schauen, wie das Purified Water herkommt. Einfach nur aus Dampf. Oder eben, nachdem man das mit dem Slack auseinandergezogen hat, wieder zusammenziehen. Oder Saline Water produzieren. Oder eben diesen Shift machen. Ich glaube, wir machen das einfach über das Dampf, weil da entsteht kein Zeug. Wir brauchen einen Cooling Tower. Bam bam. So. Dann nehmen wir hier einfach bam bam. Am liebsten die Coke Pellets. Mal schauen, was haben wir denn so im Angebot? Also Carbon 40.000, Coke. Bam bam. Also Carbon könnten wir ohne Probleme nutzen. Da steht aber blöderweise jetzt hier nicht dabei, wie viel Brennwert das hat. Und wir nehmen einfach Kohle. Mit Kohle kann man wenig falsch machen. Bam. Input in Ob. Falsch. Ach, passt. Achso. Komm erstmal drauf. Bam bam. Medium. Das mit dem Carbon Monoxide über Wood Pellets, das geht bestimmt irgendwann. Die Frage ist halt nur wann. Jetzt ohne euch kopieren. Kann ich es drüber kopieren, gut. Bam bam. Bam bam. Dann kommt da dann der Provider hin.
Falsch. Provider, Supply. Genau. Rückpelz zu CO2 und damit Wasser verdünnen. Ja, genau. Also das geht auf jeden Fall. Nicht mit Wasser, sondern mit Hydrogen. Zu Wasser. Da wird sozusagen, das Hydrogen nimmt ein O aus dem CO2 und macht das damit zu CO1. Und wir wollen ja Kohlenmonoxid, also CO1. Also CO eigentlich nur. Die 1 brauchst du ja nicht sagen. Ich sage ja auch nicht C1O1. Und das ist dieser Reverse Water Shift, den ich da gerade hatte. Kommt da einmal hin und da einmal hin. Dann kriegen wir es nämlich auch raus. So. Und dann H2O2. Bam. Ja, das kommt da auch bei raus. Okay. Also weil eben aus dem H wie das O2. Warum hast du so viele Drohnen um sich? Weil ich gerne übertreibe. Ich habe 3 Drohnen dazu gebaut, damit das noch schneller gebaut wird hier alles. Bam bam. Also jetzt kommt so ein Flüssigkeitsding hin. Weil jetzt ja Flüssigkeiten angeboten werden. Und zwar hatte ich mich ja für den Kühltower entschieden. So, hier kommt Dampf rein. Boiler. Fluid Burning Boiler, okay. Boiler 2. Achso, der macht einfach nur heißeren Dampf. Der macht aber nicht mehr Dampf. Jetzt die Frage, wie warm muss der Dampf hier sein? Heat Capacity Max. Ah, okay. Vermutlich, je heißer, desto länger dauert's. Also möchte ich eigentlich kalten Dampf haben. Würde zumindest Sinn machen, oder? Bam bam. Ah, ich habe hier sogar noch einen Boiler. So, und dann das Groundwater-Ding. Das macht 60 pro Sekunde. Und der hier verbraucht 60 pro Sekunde. Müsste also sich exakt ausgehen. Abgesehen davon, dass der hier natürlich jetzt keinen Treibstoff mehr hat. Dann hätten wir hier wieder einfach den Kohle angefordert. Aber hier weiß ich halt immer noch nicht, in welcher Geschwindigkeit er das macht. Sieht das etwa exakt aus? Gut, hier muss ich jetzt erstmal auf Dampf und auf Wasser. Dann habe ich jetzt hier Purified Water. bam, bam. Da, Purified Water. Und das bam bam. Nee, das war falsch. Bam bam. Habe ich die Drohnen vergessen? Ja, die habe ich noch gar nicht losgelegt, weil ich ja das Kohlenmonoxid noch gar nicht drin habe. Bam bam. Carbon ist das, was ich suche. Carbon Monoxide, da ist es. Genau, Carbon und Purified Water, das ist das, was ich meinte. Das heißt, hier einmal bitte Carbon. Und in welchem Gebäude mache ich das? Im Liquefier.
Bam, bam. Brauche ich noch ein paar Steel Pipes. Gehen wir nämlich auch gleich auf T2 hoch. Vorausgesetzt, ich kann mir irgendwo Stahl klauen. Dum, dum, dum. Cobalt Steel, Advanced Steel Smelting. Lass mal Silikonschmelzen hochmachen. Doch, da hier, Advanced Steel Smelting. Ja, da kann man die Iron Ingots dann mit Sauerstoff. Ich glaube, danach setze ich mich ein bisschen ans Stahl. Falls das noch keiner hat. Gut. Bam, bam. Blick. Ach, ich brauche nicht nur Stahlplatten für Stahlrohre, nein, ich brauche auch Stahlplatten für Stahlplatten. Als Stahlplatten. Fire. Aber die schmelzen jetzt schneller. Aber egal, genau, die müssen auch noch upgradet werden, damit das was bringt. Aber sehr cool, Kobalt. Ich glaube, 4 Liquefire T2 reichen auch erstmal. Für das, was wir da oben haben. Nee. Hui. Ja. Ja. Also, die warten ja wirklich noch. Können wir echt noch ein bisschen was hinstellen. Bam, bam. Hopp. Nein. Verdammt. Würde das dann stromtechnisch passen? Nee, okay, würde es nicht. So. Medium. Powerpoles. Ah, es fehlt an Stahl, natürlich. Wir haben alle noch keinen Stahl bekommen. Bam, bam. Zwei Beule. Und zwei Ground. Was? Ah, lol, der ist schon voll mit seinen 20.000? What the f... Wie bitte was? Wir haben hier 55 mal fertig gemacht, 51 mal fertig gemacht, 2 mal, 55 mal, 60 mal, also insgesamt 200 mal fertig gemacht. Und das sind schon 20.000 Wasser gewesen? Okay. Das kommt mir gerade irgendwie falsch vor, aber naja. Ja, dicke Feier. Ja. Vielleicht habe ich es übertrieben. Ich habe es nicht ausgerechnet, weil ich bei denen halt auch nicht sehen kann. Doch, da sehe ich es doch. Lol. Okay, eine braucht zwei. Zumindest bei der Temperatur. Ah, das passt schon. Liquefier und Carbon. 1, 2. Dann gehen wir hier raus. Setzen. Carbon Monoxide bietest du dann an, oder was? Oder? Carbon Monoxide werde ich anbieten, ja. Okay. Finde ich gut, brauche ich nämlich für Nickel.
Ja, dafür baue ich's. Genau, also die Ingots. Genau, genau dafür baue ich's. Wird Ingots bauen? Ja, ja. Bam, bam. Ich muss noch ein bisschen Stahl klauen. Bam, bam. Aber du, das doppelt hält besser, von daher. Nee, ich hätte sonst so gebaut, dass ich eben nur Rohstoffe, also die Erze bestelle und daraus dann die Ingots erstelle für die Bronze. Mhm. Falls das verständlich war. Ich glaube. Okay. Ja, Brunio meint übrigens gerade, dass du ein bisschen blechern und dumpf bist. Nuschelt wie eine Oma ohne Zähne. Vielleicht frage ich auch deswegen die ganze Zeit nach, was du meinst. Bin ich so undeutlich? Also, ich bin es gewohnt, vielleicht, keine Ahnung. So. Dum-dum. So, ihr müsstet doch jetzt hier, achso, ich muss erstmal auswählen, was ihr da machen müsst. Carbon Monoxid. So, und der bietet jetzt wieder eine Flüssigkeit an. So hier. Bernadette, Servus. Du hast jetzt noch einen LEDX-Lauf gestartet, RGZ. Also Lauf gestartet heißt, du suchst noch. Du hast nicht schon gefunden, oder? Alter, wie schnell hier die Flüssigkeiten hochziehen. Ist ja krass. Okay, also Carbon Monoxide ist hier einfach instant auf. Das kann doch nicht stimmen, dass die so schnell düsen. Aber fast gesagt, dass du ein bisschen an den Begrenzer anschlägst, okay? FD, moin moin. Steht die Webcam ticken an, da sieht man sogar ein bisschen was von meinen Bäuchlein. So, die düsen los. Das waren aber viele. Ja, ich mache immer das, die doppelte Menge. Einfach nur zum Warmwerden, damit ich jederzeit sagen kann, ja, ich habe doch schon vorgearbeitet. So, dann kriegt der jetzt nochmal Kohle zum Brennen. Zwischen deinem Bauch. Ja, da war so zwischenzeitlich kurz was zu sehen. Man muss zeigen, was man hat. Danke. Hashtag. Okay. Ich habe die Kamera total verrutscht, oder? Das da ist mein Bäuchlein. Ah, hab ich verstanden. Ja, Hampelmänner habe ich gemacht. Ah, okay. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges, ja. Ja, ja. So, hier fehlt noch Kohle. Ja, die kommt schon noch an, keine Sorge. Und damit sollten die ersten Nickel-Ingots angeboten werden können. Angeboten werden. Bum, bum. Ja gut, wenn ich Ingots abhole, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich nicht die Verhältnisse klären muss. Mhm. Und ich meine, wir haben ja eh das verteilte Zeug. Bitte was? Wir haben ja eh das verteilte Zeug. Ja. Mesa, dein Ernsthaft? Warte mal ganz kurz. Mein Schatz? Hörst du mich gerade? Nee, hört mich nicht. Das Luxus-Auto steht auch immer unter dem Vordach. Den muss ich mir merken. Ein Freund von mir sagt immer, ich bin schwanger. Es wird ein Elefant. Der Rüssel schaut schon aus. Mineral Catalyst? Ja, super. Ich finde das fein. Also meine Ratios haben wir eh nicht geklärt und man braucht ja erstmal den Catalyst, um überhaupt was hinzustellen. Das heißt, jetzt könnte man hergehen und den Catalyst plus die zwei Erze zusammenpacken.
um. Ich weiß, was. Das Erz herzustellen. Ja. Und mehr sagt man auch. Ich habe das Wave 3, also das Elgato und das und, eine Funktion, dass es zu laute Geräusche klippt. Ah. Und dadurch könnte es sein, dass wenn ich zu nah am Mikrofon bin und zu laut rede, dass er mich dann halt wegklippt und dann irgendwie Kram macht. Ja. So, die ersten 200 Nickel-Ingots sind schon da. Oh, fuck. Und da kommen Greifarme nicht hinterher. Ja, was machen wir anders? Du gehst wieder raus, du gehst rein. Du gehst rein, aber dafür gehst du raus. FD? Ja. Du hattest die Big Poles gebaut, oder? Ja, aber wir haben keinen Stahl. Achso, okay. Hier. Das sind die beiden. Ah, perfekt. Oh, schade. Okay. Aber angeboten werden sie natürlich auch nicht. Oder doch? Doch. Da ist ein Supply-Ding. Mhm. Aber Stahl ist doch da, oder? Puh. Also, da wurde gerade geupgradet. Kann sein, dass da halt zwischenzeitlich mal was nicht lief. Deswegen. Bam, bam. 2, 3. Und dann gehst du hier rein. Dann haben wir dich dahin. Dann haben wir dich dahin. Ne, die Richtung passt, die Richtung passt nicht. So, und jetzt kann ich hier wieder meine Ingots reinschmeißen. Ja, jetzt geht das ja schnell genug raus. Vor allem die Ingots, die werden unheimlich schnell produziert bei dem 4 Sekunden Craft Time. 24 Ingots. Ja, normalerweise bietet man ja die Ingots nicht an, ne? Ja, ja. Ja, aber für Mischen macht das eigentlich vollkommen Sinn, die Ingots anzubieten. Also ich fände es jetzt zum Beispiel auch cool, wenn wir Iron Ingots anbieten könnten, damit ich da Stahl draus machen kann. Ja, für Iron Ingots haben wir ein neues Rezept auch, ne? Bam, bam. Aus Silikon? Ja. Dann wäre es, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir Silikon-Ingots anbieten. Wir haben doch hier diesen Silikon-Vorrat. Ah, sehr schön. Der wird schon angeboten. Dann mache ich jetzt noch eine Station für Silikon-Ingots. Silikon-Ingots. Weil die werden wir ja auch für verschiedenste Sachen brauchen. Mal der Alarm weg. Jedoch, links von dir, die hier auch vom Belt runter. Meinst du die hier? Die hier sind in perfekter Ratio. Und wenn ich da Eisen exportiere, bleibt da das Mangas übrig. Und dann kriegen wir das nicht los. Deswegen kann ich da nicht einfach rausziehen. Finde ich gut, Silikon brauchst du auch. Perfekt. Dann. Bam, bam. Silikonpowder. Wofür braucht man Silikonpowder? Silikoncarbide. Okay, darum kümmere ich mich später. Ich biete die Ingots an. Kann man da später das Powder draus machen. Und die Ingots ist einfach nur Oil und Carbon. In der Blast Furnace. Das ist ja easy. Habe ich noch welche? Ah, ich habe sogar noch welche. Voilà. Nicht Steel, sondern Silikon. Von den Ratios her sind die hier eigentlich identisch. Also nicht identisch, aber close enough. Deswegen ich das einfach hier kopieren würde. Bam bam. Dem Radar. Allerdings ihn hier. Bam.
So, Blast Furnace, was fehlt mir? Stahl natürlich. 39 Stahl. Und er hier macht nicht den, sondern Likon. Kann schon mal ein bisschen was rüberholen. Bam, bam, bam. Wie die Drohnen einfach losdüsen. Wie die das einfach weglasern. Das sieht so geil aus. Auch wenn ich mir jetzt gerade das komplette Inventar stehlen lasse. Aber hier für Stahlproduktion mache ich das gerne. Bam, bam. Und zwar nicht das komplette Inventar. Hier ist Stahl. Bam, bam. Eh nur einen weiteren Blast. Dann hole ich mir von den Underground Belts mal wieder einen Stack. Und die Greifarme lagen doch auch hier irgendwo rum. Das hier die Fast Inserter. Haben wir aber noch. Ah, die brauchen Bronze. Wollte gerade sagen, haben wir aber noch keine. Noch nicht viel. Jo. Bin ich ja gerade dran. Genau, genau. Ja, ich habe nicht gewusst, dass die Bronze brauchen. Kein Vorwurf, no offense. Bam, bam. So, ja, ich bin eins zu weit gelaufen. One Crazy Frog. So. Last Furnace. Gebaut, sehr gut. Bam, bam. Silikon. Ach, warte mal. Der hier. Oh, zwei neue Punkte. Mal so. Bam, bam. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal den Coke. Echt? Nee, Carbon, nicht Coke. Carbon. Keine Autos mehr. Dum, dum, dum. Wie sie hier süß langfahren. Und sie halten sich sogar zum Teil an die Verkehrsbeschränkungen. Die brauchen zu viel, glaube ich. Nee, obwohl doch passt. Mit dem Greifarm. Bam, bam. Brauch gar nicht. Mela, Abend. Der Hauptmod hier ist Angels und Bobs. Also sind eigentlich zwei Hauptmods. Aber die Gesamtmodliste hat dir Mesalein gerade verlinkt. Und danke dir, Mesalein. Und herzlich willkommen, Mela. Bam, bam. Die Düsen los, holen ab. Und dann haben wir hier gleich die Ingots drin. Ansonsten, wenn du mitspielen willst, Ausrufezeichen mitspielen, findest du den Weg auf unseren Discord und kannst dort die IP und das Passwort finden, einfach mitspielen. Kannst du die Mods einmal synken? Wir spielen montags, mittwochs und donnerstags abends und sind jetzt gerade beim dritten Tag. Genau, beim dritten Tag. Genau, Marc, Ausrufezeichen, wann? Perfekt. So. Bam bam, das ist Solder. Das ist Carbon, perfekt. Nimm ich mit. Oh lol, wenn du auf einem Auto drauf sitzt, fährt er schneller. Was? Ja, wenn du auf das Auto draufstehst, fährt er schneller. Was? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert so.
die fahren schon manchmal verwirrt hin und her, gell? Ja, klar, Pathfinding und so. Stimmt, du hast recht. Ich glaube, die kriegen dann halt den Movement-Bonus von dir selber. Crazy Dev, moin moin! Ja, die haben da mehr Grip, weil du mehr draufstellst, weißt du? Ah. Ja. Logisch. Ja, den Brainfuck, den kenne ich. Also, ich kann nur sagen, wir haben Pianodon gespielt. So ein Brainfuck. Ja, definitiv. So, also auch hier haben wir jetzt Silikon-Ingots im Angebot. Und sowas wie diese Transport-Drones oder eben hier unten LTN. Hilft halt ungemein, die Sachen zu sortieren und zu orientieren, sodass man halt einfach wirklich nur die Sachen da braucht, wie es ist. Lautstärke auf 100%, kurz am Regler hast du so gedreht und hast wieder bei 42% wie gewollt. Bei mir merkt er sich die Lautstärke eigentlich. Und bin ich viel zu laut? Bam, bam. So. Aber der brennt sich hier durch. So, Silikon ist im Angebot. Dann. Das ist für eine Mod mit den LKWs, das sind Transport Drones. Und da gibt es in einer Variante mit flüssigem Treibstoff. Und wir haben die Dampfvariante, damit wir im Early Game raussetzen. Wir haben die am Fallschlag. Okay, gut. Und so, mit dem Silikon wollte ich jetzt Eisenbarren machen. So, Eisenbarren werde ich jetzt aber einfach mal hier unten mir kopieren. Ne, dann werde ich auch Eisenerz bestellen. Ich meine, die Eisenplatten brauchen wir halt. Die will ich nicht reduzieren. Okay. Aber hier oben haben wir halt so viele Eisenbarren. Ne, ich will das eigentlich auch nicht auch spezialisiert lassen. Komm, wir bestellen irgendwo nochmal Eisenerz und dann Ding. Vielleicht ist Twitch heute auch mal wieder einfach hinüber. Wir haben aktuell so viele technische Probleme. Bam, bam. Also. Eisenerz. Dann ein paar Autos rein. Bam, bam. Das Ore Processing. Haben wir eh noch welche? So, dann hatten wir eh. Eigentlich waren das irgendwie zwei. Und an die zwei gingen dann. Mal. Genau, die gingen hier raus, da rein. Ah, und das ist aber eine Blast Furnace 1. Kriegen wir den Oral Processor auch schon auf 2? Nope. Dann möchte ich auch einfach nur einen 1er Blast haben, damit das in der Ratio passt. Bam bam. Aber das Kupfer können wir übrigens auch schon einem Prozess unterziehen. Die Strommasten. Mit dem Zweier brauche ich keine Kohle mehr. Was? Warte, wie bitte? Nein, oder? Verarscht mich. Weil hier habe ich doch auch schon immer noch ein Brennending. Und das ist ja der Blast Furnace 2. Crazy Dev. Ich glaube, du veräppelst mich. Bam bam. Ah, kein Problem, alles gut. Ah ja, genau. Bam bam. Stahl. Da. Und die Strommasten werden hier auch schon eingesetzt. Das war was anderem. Es kann auch gut sein, dass es ein Electric Smelting gibt, der das dann kann. Oh ja, hier fehlt noch der Wagen. Oh, was leuchtet da meine Ohren? Hefty, danke dir für dein Follow und herzlich willkommen. Und hier müssen mehr Wagen rein. Also, da können jeweils 5 Wagen rein. Das ist okay. Wie gesagt, wenn du mitspielen magst, auf dem Discord findest du IP und Passwort. Und kannst einfach drauf kommen. So, läuft.
Beziehungsweise läuft nicht, weil ich konnte ja nichts klauen. Medium. Dann craften wir die mal fix so. Genau hier. So, dann kriegen wir hier nämlich die. Die Ingots. Da brauche ich nämlich eh Coke dazu. Das heißt, ich bestelle mir hier nochmal Coke. Und da kommt ein Crazy Death. Dahin stelle. Ah, ne, klappt der wieder nicht. Okay, komm, wir lassen es so. Bist du im Moment krank? Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal eine gute Besserung. Erhol dich gut. Je nachdem, was das ist, pfleg dich. Was wie ein Tee kann ab und zu helfen, auch wenn es nervig ist. 20 mal Neustart wegen Sünden, oh je. So, dann haben wir hier ihn. Falsch-Taste. Und hier wird dann später einfach ein Tunnel drunter gesetzt, für den Fall, dass hier mal erweitert werden soll. Dann kommt hier. Warte mal. Hier kommt ja das Stil hin. Müssen wir mal schauen, wie das ist. Katzenfakt Nummer 4. Katzen haben die Fähigkeit, lange ohne Wasser auszukommen, da sie viel Wasser im Körper speichern können. Die Rückenhöcke enthält Fettvorräte, die das Tier bei Futtermangel verbrennen kann, um Energie zu gewinnen. Zwar legt die Katze in ihr Höcker keinen Wasservorrat an, die auf Bedarfsweise im Magen. Ah ja, Mondgewalt. Das klingt aber eher nach einem Dromedar. So, hier will ich Stahl draus machen. Da brauche ich Oxygen für. Ah ja, klar, Silikon brauche ich hier ja noch gar nicht. Wohl eher ein Kratzel. Kamel, Kratzel. Ah, ja. Katzel, ja. Ich verstehe. So, das Ding macht 360 pro Minute und der hier verbraucht 360 pro Minute. Das ist ja mehr oder weniger perfekt. Da muss ich nur noch irgendwie den Sauerstoff herkriegen. Lassen Sie mich raten, wir haben irgendwo eine Station, die Sauerstoff anbietet. Und wenn nicht, bin ich jetzt gleich sehr enttäuscht. Oxygen. Nee, das ist Hydrogen. Das hier muss angeboten werden. Da gibt es Greifarme zum Abgreifen. Sehr schön. Wieder falsche Taste erwischt. So, dann kann er hier auch Brennstoff haben. Und man den Circuit Boards. Nee, da war nur, wie gesagt, der Wasserstoff. Und ich würde mal behaupten, dass wir da auch einfach mehr Bedarf dran haben. Weswegen ich mir... Electrolyzer können wir sogar schon auf 3 bauen. Brauchen aber Aluminiumplatten für und alles. Das halte ich noch für ein Gerücht. Brauche ich mir noch ein bisschen Stahl. Kann es sein, dass Bronze nicht so gut läuft? Es kann sein, dass Bronze noch gar nicht läuft. Ich bin gerade am Bronze dran, da brauche ich aber noch die Tin Ingots. Die Tin Ingots. Katz mit Höcker nennt man auch Katz mit da. Mit 2 Höckern spricht von einer Trampelkatz. Ah ja. Hab ich mir hier ein bisschen Stahl geklaut? Da drüben war doch auch noch ein bisschen Stahl zu klauen. Ja, da ist bestimmt Stahl zu klauen. 22 Stahl. Juhu. Bin ich schon irgendwo gebaut, die Tin Ingots? Ich glaube nicht. Also ich wüsste nicht das. Sagen wir es so. Aktuell werden die Tinnen jetzt direkt in Platten verwandelt in der Base, aber ansonsten haben wir nichts weiter. Ich habe auch schon versuche schon Tin anzubieten, aber ich habe immer noch kein
Mineral Sludge bekommt. Also Tinnerd. Mineral Sludge. Ich glaube, der Mineral Sludge wird gar nicht angeboten. Also wird hier zumindest nicht angeboten. Es wird der Slack Sludge. Die muss noch durch den Filter. Genau, und der Filter steht ja dann dahinter. Und da wird dann sozusagen direkt der Katalyst rausgemacht. Electrolyzer, da. So, das stelle ich jetzt einmal gegenüber. Bam bam. Hier haben wir auch das Purified Water. Nein. Achso. Bam bam. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Moin moin. Servus. 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 Dann kann der losdüsen. Und wieder. Und im Electrolyzer. Mhm. Achso, hier. Und zwar. Oh, Electrolyzer Electrode. Die kenne ich gar nicht. Geht der dann. Ja, genau, der geht einfach nur schneller. Zwei Sekunden, vier Sekunden. Da kommt Slack mit raus und hier brauchen wir das Saline Water. Genau, wir nehmen ihn hier. Und wir nehmen ihn natürlich immer mit einem Abstand. Na komm. Bam bam, sonst wird das wieder so hässlich. So, Kupferplatten hatten wir ja mal verarbeitet zu beim Rohren, um das Kupfer loszuwerden. Dann brauche ich mal wieder Nachschub. Also wann können die Loader eigentlich nicht mehr seitlich beladen werden? Keine Ahnung. Also beim Piano dann ging das noch. Aber ich finde das ja gar nicht so doof, wenn das nicht mehr geht, weil das war für mich schon immer komisch. Nein! So. Overflow und Flare. Das Schlimmste, was wir jetzt hier über Zeit vernichten, ist pures Wasser, ist Kohle. Das Schlimmste, was wir hier vernichten, ist Kohle. Das sollte kein Problem darstellen. Okay, Sauerstoff wird abgeholt. Bam. So, damit. Ich komme mit diesem Blauplan-Buch echt nicht klar, ne? Okay. Ich finde das total strange. Ich wollte eigentlich Sulfuric Acid herstellen, um Slug Slurry herzustellen. Ja. Wenn ich da drauf klicke, Zutaten, Sulfurdioxidgas. Genau, Sulfurdioxidgas und Purified Water. Purified Water kannst du bestellen. Und dann klickst du halt auf das Sulfurdioxidgas. Dann siehst du alle Rezepte, wo das gebraucht wird. Und alle Rezepte, wo das erzeugt wird. Das wird aktuell nur bei Lead Ingot und Lead Oxide produziert.
haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Genau, und da wird es auch noch hergestellt, ja. So, ja, dann haben wir ja schon genug Slacks, Larry. Dann können wir auch. Dann ist das auch gar nicht so das Problem. Ja. Genau, das Buch wächst mit der Forschung mit. Und die alte Iron Geschichte, die hat hier Slack verarbeitet. Wenn du willst, kannst du dir das Slack auch schnappen und statt es zu Steinen zu verarbeiten, hier anzubieten, dass du mehr Slack hast für Slack Slurry. Ja, genau. Das. Ich wollte mich jetzt mal das ganze Slack Slurry einsammeln, weil das kannst du halt super zu allem möglichen Zeug verarbeiten. Ja, genau. Genau, ansonsten. Also zu komplett Erzen. Ja, das gleiche gilt auch für die hier. Die kannst du auch wieder umbauen. Also, hier ist auch Slack Slurry. Ja, dann sammle ich das mal alles ein. Slack meine ich, nicht Slurry. Genau, und also wie gesagt, das Rezeptebuch, das wächst mit. Du kannst aber auch hier sagen, dass alles, was nicht erforscht ist, mit angezeigt werden soll. Dann siehst du alle Rezepte. Ist aber halt vielleicht verwirrend, weil man am Anfang des Spiels ist und noch nicht so viel erforscht hat. Okay. Deswegen mache ich das nochmal. Ja, aber die werden doch dann rot angezeigt, ne? Genau, aber du musst halt trotzdem nicht da durchklicken. Ja, aber damit komme ich besser klar, weil ja. Ich die ganzen Rezepte dann mach das. Von Bobo Angel eigentlich kenne. Dann mach das. Dann weiß ich wenigstens, dass irgendwie. Dass die Forschung fehlt. Ja. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz nachschauen mit dem Spiel. Also im Vergleich zu FNAI ist es ungewohnt. Ja, ich benutze eigentlich normalerweise FNAI. Ja, aber für Multiplayer ist FNAI halt echt nicht so richtig geeignet. Hier ist Fuel. Der hat auch eigentlich genügend da und der hat auch noch genügend Autos. Er sollte sich eigentlich nicht beschweren. Naja. So, jetzt kriegen wir hier Stahl raus. Steel Ingots. Genau, next wird Molten Steel im Induction Furnace. Da muss ich mir wieder Stahl für klauen. Wie viel Stahl ich brauche, um Stahl zu produzieren, das ist ja schlimm. Ich brauche erstmal noch einen. Weil ich brauchte ja auch wieder die Casting. Von denen werde ich vermutlich wieder mehr als zwei brauchen. Mal schauen, wie das hier aussieht. Ich möchte hier geschmolzenes Stahl haben. 12 in 4 Sekunden. Das heißt, ich brauche zwei von denen. Ja. 270 pro Minute. So 90 pro Minute. Ah, weil der nicht 1 zu 1 produziert, sondern. Ja, okay, nur 6. Gut. Ich brauche drei von denen. Für eine von denen. Da kommen dann 2700 raus. Hier Monosilikon Seed, Stahlplatten. Und der verbraucht 900, also auch wieder drei. Doof. 2. 3. Aber so glaube ich sind die hübsch. Dann kommt der so hier hin. Der läuft so. Der läuft so. Dann haben wir nämlich hier den nächsten und hier den nächsten. Hey, warte mal. Eigentlich auch ein Schwachsinn. Warum lassen wir hier zwei laufen? Wenn der hier komplett ausreichen würde. Ah, schon wieder falsch Taste erwischt.
so hier und so hier. Bam bam. Rohmastentechnisch ist das hier natürlich ein Horror. Er hier da, damit er hier da sein kann. Und dann wäre er hier. Doch, er wäre hier. Vielleicht ein Orbelt für 6 Processors? Jo, tut es. Bam bam. Okay, kommt der Strommast einfach dahin. Der halt immer einfach verschoben. Wie es halt null ausgeht mit diesen den Strommasten. Wie ich es nicht leiden kann. Gut. Die alten wieder. Und die Kisten sind ja auch irgendwo gebaut, die Anforderungsdinger für die Drones. Jo, werden. Und zwar hier. Bam bam. Jo. Blast Furnace. Also Bronze läuft jetzt. Sehr cool. Bam bam. Was fehlt mir da gerade? Ach, da, ah, was sonst? Bam bam. Blast. Induction. Fehlt mir da oben noch? Eine Casting. Da bin ich fast ein bisschen irritiert. Ich muss die Ratios vielleicht nochmal überprüfen. Sondern drei weitere. Ah, stimmt, du hast recht. Blast. So, dann brauchen wir noch zwei weitere. Bam, bam. Die werden schon woanders gebaut, die Dinge. Hier hin und da nach da, hier hin von da nach da und du dahin von dort nach dort. Von dort nach dort. Die hier können durchcasten, wenn sie Strom. Auch erstaunlich langsam. Die Stacking-Sachen anfordern? Wie meinst du das? Ich hab Slack gestackt da oben und angeboten. Ich finde das Rezept aber zum Anfordern nicht. Tatsächlich habe ich noch nicht gecheckt, ob das kompatibel ist. Also ich kann es reinpacken, aber ich sehe es nicht zum Anfordern. Ja, vermutlich kannst du die nicht anfordern, die gesteckten. Kann sein, dass das in den normalen Tab gelandet ist. Bam bam. Ich marsch. Muss ich mir mal mein Wasser aus. Nein, Milch. Das ist Slack, sollte sich eigentlich auch nicht stecken lassen, weil da noch eine Forschung fehlt. Das geht doch.
Laut Forschung sollte das nicht gehen. Aber du hast recht, es wird gesteckt angeboten. Prost. Hoffe ich, Marc. Prost. Ja, aber warum kannst du denn gesteckt werden, Crazy Frog? Das ist ja das Interessante. Ich glaube einfach, dass das Transportnetz nicht mit den gesteckten Items kompatibel ist. Doch, das ist es, weil du kannst andere Sachen gesteckt anfordern. Ja, laut Forschung brauchst du aber eigentlich die Forschung Chemical Refining. Damit du Slack stacken kannst und gesteckt abholen kannst. Ja, Basic Chemistry, Basic Chemistry 3, Mechanical Refining oder Hydro Refining. Also, die wird von 4 Forschungen freigeschaltet, das Slack Stacking. Ja, Nuclear Fuel Processing auch, oder? Nee, das sehe ich hier nicht. Nuclear Fuel Processing sehe ich da nicht. Bei mir in der Liste ist Nuclear Fuel Processing nicht drin. Reprocessing, so rum. Auch nicht. Nichts mit Nuclear ist bei mir in der Liste drin. Bei mir der dritte. Ist bei mir Mechanical Refining. Nee, im Forschung. In der Forschung, nicht im Recipe. Okay, und nach der Forschung suchst du nach was? Also das einzig verfügbare aktuell wäre Chemical Refining. Ich suche einfach nach Slack. Ja. Ah, okay, und das würde das freischalten. Ja, aber es ist ja schon freigeschaltet. Laut Recipe Book ist das schon freigeschaltet. Sonst würde es mir nicht angezeigt werden, weil Unreturned Objects habe ich aus. So, was fehlt euch? Euch fehlt das hier, euch fehlt das hier. Ah, es fehlt an Eisenerz. Dann funktioniert das Netzwerk wahrscheinlich mit Stacked Items nicht, oder? Genau. Ich benutze das allgemein. In einer anderen Karte benutze ich das. Geht schon. Okay. Vielleicht geht's noch nicht, weil man das erst mit dem. Weil wir nur die Steam Drones haben oder sowas? Der Crazy Frog hat doch das Spiel. Ich hab die Forschung auch bei Nuklear-Torium. Ja, aber wir müssen ja nicht. Also, wenn ein Rezept freigeschaltet wird, dann wird es halt von. Weil selbst wenn es von mehreren freigeschaltet wird, einer reicht, um es freizuschalten. Das haben wir ja nicht mehr. Das, ja. Das ist ein bisschen strange, oder? Okay. Ja, finde ich auch strange. Dann schalte ich es halt wieder um. Dann stellst du wieder um auf normal. Ja. Nee, ich glaube, es liegt eher daran. Ja, aber das haben wir ja noch nicht erforscht. Und ich kann es. Huh? Mechanical Refining, Hammer. Okay. So. Hierbei bei. Wenn ich nicht Basic Stacking. Basic Chemistry 3 haben wir es auch erforscht. Ja, trotzdem. Du aber nicht. Genau, es ist halt nicht im Auswahlding. Und das ist das, was ich sage mit dem. Ist halt buggy. Was halt hier in keiner Kategorie drin ist. Ja, ich nehm's halt. Ja, nimm es halt einfach raus. Ist kompliziert. Ja. Der bringt ja eh keinen Vorteil für mit der Mod, glaube ich. Inwiefern? Weil die Stack Size ist ja kleiner und die holen ja ganze Stacks ab. Also du kriegst dadurch ja nicht mehr oder weniger geholt. Der einzige Vorteil ist halt dann, wenn du es auf dem Belt hast und dann halt unstackst und so weiter. Ja, genau. Ja, aber, das wollte ich halt machen. Aber dasselbe würdest du ja auch hinkriegen, wenn du dir von dem Auto Slack gebracht bekommst und es dann halt stackst beim Entladen. Das ist richtig, aber ich hätte es halt nicht beim Entladen. Ja, da bin ich bei dir. So, bam bam. Kann ich schon Pumpen bauen? Ja. Kannst du nur die Vanilla-Sachen gesteckt ab? Ja, ja. Fifi? Ja. Hast du die Roboter automatisiert oder hast du die Hände? Ich habe die Hände hergestellt. Bam bam. Wir bräuchten mal Engines, damit ich Pumpen herstellen kann. Komm wieder, was?
Iron Mangan war auch trocken. Ja. Ja klar, da fehlt es an Rubid. Ja, ist der falsche Knopf. Falscher Knopf. Auch der falsche Knopf. Der hier. Ach Menno, dass man da nicht einfach lostickeln kann. Sondern dass man auf Filter und dann auf Suchen. Ruby. Ja, Rubid Ore ist aus. Das war doch aber hier oben. Ja, haben wir nicht irgendwo Electric Mining Drills? Dim, dim, dim. Das war irgendwo hier unten in der Ecke. Ja, genau. Ich wollte auch gerade hingehen, um auf MK2 zu upgraden. Ich auf 2? Okay. Ja, ich wäre jetzt erstmal hingegangen und hätte überhaupt welche hingestellt. Weil viele davon sind einfach nur Geister. Warte, ja hier. Hui. Hä? Ich hab Electric Mining Drills in Masse dabei. Oh, ich habe Electric Mining Drill 2 in Masse dabei. Gleich aus dem Weg. Dass das wieder falsch setzt, gell? Naja. Gut, dann haben wir das auch. Ich gehe mal davon aus, dass wir mehr Eisen jetzt kriegen und kopiere das Stahlding mal noch ein bisschen nach oben. Vorher checke ich noch die Ratios, weil die wundern mich wirklich. Hier falsch abgebogen. Bam, bam, bam. Jetzt haben wir so wenig Eisen. Nee, so viel wenig Eisenerz. Ja, und sowas ist dann halt auch unförderlich fürs Eisen. Auch wenn da noch nichts bestellt wird, aber das bringt halt gar nichts, das Ding. Mhm. Bam, bam. Zumal ich halt glaube, dass die hier sogar effizienter ist. Weil die halt erstmal veringet. Hat einfach die Eisenplatten weiter zu verarbeiten. Ja, dann die neue Stahlschmelze, ne? Bam. Ich sag mal, da gibt's halt jetzt mehrere. Blast Furnace. Lass mich raten, es wird Stahl. Furnace, das habe ich sogar noch. Passt. Läuft die eigentlich schon, die Schmelze? Wenn mal Erz da ist, ja. Also die hier, ja. Okay.
Also mangelt nur an Erz bei dir. Ja, ja, genau. Weil dann kann ich die alte nämlich einstampfen. Jo. Mal drei von denen. Ah, es fehlt an Steinen dieses Mal. Okay. Damit kann ich ja leben. Damit kann ich ja leben. Damit kann ich ja arbeiten, wie ich meine. So macht es ja mehr Sinn. Bam, bam. Wo sind die Steinchen? Da sind die Steinchen. Bam. Ja. Haben wir noch irgendwo Steinchen rumliegen? Außer diese, das, was wir in Straßen weiterverarbeiten? Mit einem riesen Vorrat? Blast. Hat gepinkt. Ah, sehr gut. Perfekt, danke dir. Bam, bam. Ich glaube, drei müssen passen. Müssten passen. Ja, drei. Bam, bam. Bei der fehlt einfach nur Stahl. Und bei den Castings fehlt auch einfach nur Stahl. Gut. Bam, bam. Ah, sehr gut. Der Electron Furnace wurde mir ja schon hingestellt. Und ja, da kommt wieder eine Ladung Eisen. Ah, hier fehlt Sauerstoff. Warte mal. Ah, lol. Das ist alles eins zu weit oben. Nein. Wollte ich nicht abreißen. Wollte das hier abreißen. Dass nämlich alles bitte sehr eins nach oben darf. Damit hier der Sauerstoff ran kann. So, damit muss ja der hier hingestellt werden können. Bam, bam, einmal bitte hier. Da. Wenn es funktioniert, ist es nicht hässlich. Ah, jetzt überbaue ich hier aber den Fischer. Okay. Da. Steuerung Z wollte ich eigentlich drücken.
so. Sauerstoff kommt an, ist auch da. Und ab und zu kommt hier Stahl raus. Gut. Bam, bam, bam. Ja, jetzt ist halt dann die Frage, wie wir mehr Eisenerz kriegen. Wir müssen halt hier mehr sorten. Frage, ob der hier durchläuft. Ich bin gerade mal überlegen, ob wir schon auf die Crystallizer gehen sollen. Ich muss mir den Prozess mal nochmal angucken. Mhm. Ja, das ist nicht Ruby, das ist, wie heißt das? Safi. Und wir haben eigentlich, ja wohl 3.500, ist halt gar nicht so viel. Was das Erz angeht. Sich funktioniert der hier ja schon gut. Genau, hier wird jetzt das Slack sogar mit rausgezogen. Dass man jetzt hergeht und den kompletten Block einfach nochmal copy-pastet, müsste das ja helfen. Was brauchst du für die Saphirite Infinity Note? Du meinst die zentralen Dinge? Können wir gleich schauen. Wo ist der Abstand? Wo wäre der Abstand? Den hier brauchen wir. Das war Sulfuric Acid. Okay, ich brauche Greifarme, ich brauche Assembler, ich brauche Sorte. Hier können gleich wieder Autos rein. Oh, keine Autos dabei. Mit den 5 das sind die, ist der Compagnon-Mod. Das sind sozusagen Compagnon Bots. Und der hier heißt noch schön Mr. Smiley. Und die kannst du dann ausrüsten und die verfolgen nicht. Und du startest halt mit 2. Das ist ziemlich cool. Ja. Oh, sehr schön. Rotes Zeug. Das gefällt mir gut. Ja, die sind super krass, vor allem so schön schnell. Da sind sogar schon Assembler 2, die da rein können. Nicht schlecht. Was hatte ich gesagt, was fehlt mir da sonst noch? Greifarme. Dann, Assembly Machine 2 sind das. Also kommt hier die Einser nochmal wieder zurück. Feuer mit. Ore Sorting. Und nochmal ein Ore Crusher. Eisen. Feuchte Eisen. Basic Circuit Boards. Das sind die hier, glaube ich. Soll ich lassen und den Slack anbieten? Das ist schon umgebaut. Nee, ist es nicht. Ich dachte, es wäre umgebaut gewesen. Wo ist es gar nicht? Ja, die hinteren kommen weg.
Ah, nee, das ist so eine Doppelgeschichte. Crazy Frog, bis dahin, tschüss. Weil, stell dir mal vor, der Slack läuft voll. Dann wollen wir trotzdem noch Steine anbieten. Oder die Steine laufen voll, dann bieten wir mehr Slack an. Ich finde das so eigentlich ganz okay. Ich finde es halt doof, dass hier zwei sind und alle anderen sind eins. Sorting. Das kann aber ich gewesen sein. Ich habe das Ding gerade von gebrochen. Ja, ich habe das auch copy-pasted von dir. Also. Bam, bam. Ja, und Strommasten. Kupferkabel und Holz. Kabel und Holz. So. Noch ein paar Ohrcrusher. Ich kann nur das Erz klauen. Aber eigentlich will ich mir das Eisen klauen. Ja, Eisen klauen. Schau mal hoch. Waren die falschen Ohrcrusher? Bam, bam, bam. Ja, damit falle ich regelmäßig drauf rein. So, dann haben wir die aber gleich weiter verarbeitet. Zumindest ein paar haben sich hingestellt. Da kommt noch eine. Da fehlt noch eine. Da fehlt noch eine. Also nochmal zwei. Ja. Und was gefällt dir jetzt am Strom noch nicht? Ah, dass die Verbindung hier unten fehlt. So. Ore Sorting. Fehlen aber immer noch zwei weitere. Dann. Dass er da nicht stehen bleibt. Guten Abend, Moskito. Bis denn. Guten Abend. Bis denn. Nee. Ich war auch gerade überlegt, was du meinst. Ja, ich hatte gerade an Crazy Frog noch gedacht, weil der sich verabschiedet hatte. Moskito, wie geht's dir? Wie läuft's? Hier ein paar Eisenplatten. 1, 2, 3. Ah, brauche ich nur noch 2. Und Fahrzeuge. Und danach ist auch nichts mehr pink. Ich sag mal so hier, 65 Fahrzeuge sind halt vielleicht ein bisschen arg viel. Immer 35. Packen die anderen oben rein und schauen mal, wie sich das dann verhält, weil ich glaube, das müsste passen. Bam bam, was hast du verpasst? Ja, wir haben Silikon, wir haben Bronze, wir haben Stahl auf verschiedene Arten und Weisen. Wir haben ein bisschen Erzprobleme, die werden wir aber erschlagen, indem wir gleich nochmal die Dinge erweitern. Habe ich schon Schaltung erforscht? Ich habe hier gerade ein Problem. Ja. Wir haben rote Dinge. Rote Kabel, grüne Kabel. Und, ja. Da brauchst du hier diese Insulated Wires für.
Wir haben fast rote Schaltkreise. Oh, nicht schlecht. Bam, bam. Hier noch wieder die Frage. Ah, ne. Da sind erst die Nass. Nee, das ist das Falsche. Da. Hier. Saphirite. Also bei 4000. Sollte eigentlich passen. Freestyler, moin moin. Ja, bei uns ganz viel Erze abbauen. Das ist so das Hauptding, was kommt. Das ist Saphirite. Bam bam. Oben hätten wir Saphirite. Wo hattest du jetzt den Stahl hingebaut? Bam bam, hier. Ah, okay. So ist das. Ich setz mich hier einfach mal auf ihn drauf. Okay, ich setz mich auf ihn drauf. Dann schauen wir mal, wie das so die Armada runterfährt. Ja, genau, dass wir halt noch mehr sorten können. Habe ich einfach mal copy-pastet. In der Hoffnung, dass was bringt. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, wie viel Erz wir da rauskriegen. Jetzt wird Rennen gefahren. Yep. Ich überhole sie alle. Was witzig ist, obwohl jetzt hier gerade so viele abholen, ist die Storage-Zahl, also die Slot-Zahl, jetzt nicht exorbitant niedriger. Als ich das letzte Mal geschaut hatte, waren wir bei 50. Dann, als ich ankam, waren wir bei 60. Jetzt sind wir halt bei 40. Also finde ich echt faszinierend. Wie flott das geht. Ja, genau. Kupferplatten haben wir halt mehr als genug. Kupferplatten könnten wir auch upgraden auf die Processed Ore, damit es effizienter wird. Ah, und wir sind sogar das erste Autochen gewesen, das da ankam. Wo bleiben die restlichen Autos hier? Da kommen sie. Und die Frage ist halt jetzt, wenn die alle ankommen. Was machen die da an der Kurve? Eine extra Runde drehen? Die bleiben blöderweise stehen. Die fahren ja nicht wieder los. Was soll das denn? Ja klar, die warten darauf, dass wieder abgeholt, also dass abgearbeitet ist. Okay, schauen wir mal ganz kurz bei der anderen Schmelze. Hier sind alle 35 am Arbeiten und unterwegs. Hier fahren jetzt gerade mal zwei los. Und hier unten sind wir jetzt bei, immer noch bei 40. Lots. Der dritte losgefahren, der vierte fährt los. Also es ist halt die Frage, ob, also wie das mit dem Verbrauch ist, ob sich das einpendelt, ob 35 Autos reichen. Weil das Bild voll ist. Ja, nee, weil noch genügend im Lager ist. Erst wenn genügend vom Lager weg ist. Und dadurch, dass die Stack-Size größer geworden ist, wartet er halt nicht, dass ein Stack leer ist, sondern wartet halt, bis genügend Stacks leer sind, damit er das Auto losschickt. Passt schon.
Iron Ore. Gut, ich sag mal, der Server stand ein bisschen still. Die große Frage ist halt, wie viele Autos sind unterwegs, wenn der erste wieder ankommt? Hä? Jetzt ist er leer, jetzt sollten doch eigentlich nicht alle losfahren. Also. Der ist aber nicht mehr jetzt verfügbar. Genau, also checkt er beim Anbieter auch, ob überhaupt was da ist. Ja. Und wenn nichts da ist, dann fährt er gar nicht erst los. Okay, also das wird, brauchen wir das, mehr Anbieter. Das wird mit dem. Wie sagt man denn? Die fahren teilweise trotzdem los, aber die teilen die Gesamtmenge auf das gesamte Netzwerk auf. Ja. Also wenn du, sagen wir mal, 1000 Erz zur Verfügung hast im Netzwerk, dann fahren 5 von hier los, 5 von woanders. Ja. Auch wenn hier 10 Stück drin sind. Ja. Ja, das Delay ist zum Erklären immer ein bisschen schwierig mit rein, das ist wahr. Das heißt, wir brauchen mehr Erz. Genau. Hier oben ist doch, nee, das ist das Falsche, ne? Ja, hier oben ist das Richtige. Und ich meine, könnte man ja mit dem Zug hindüsen. Ja, du könntest aber auch von hier einfach das Ding eben rüberziehen. Ja, aber Züge. Wir haben doch LTL. Also genau, richtig. Okay, dann Bio Nummer 1, würde ich sagen, oder? Wo war jetzt nochmal das Stahl? Erstmal so wenig Stahl. Das ist auch gerade mein Problem. Ich brauche Stahl, um Maschinen zu bauen. Kriege ich nichts, weil wir kein Eisen haben. Also ich meine, wir könnten. Die Platten hier, die hier nochmal umbauen. Bam bam. Die machen Eiseningots und dann haben wir die hier. Wandeln wir um zu Eisensilikon. Das ist aber ein anderes Gebäude. Induction Furnace. Und er hier ist ein Induction Furnace. Habe ich gerade. Ah, brauchen wir die Zweier. Okay, wenn wir die zwei Induction Furnace da hinstellen. Bam, bam. Dann könnten wir da das Silikon reinziehen. Bam. Ja, hier haben wir nämlich dann das Silicon Ingot. Und der verbraucht jetzt eben 270 pro Minute und der produziert 360. Also mit den Ratios wird es halt blöd. Aber dafür wird es halt von der generellen Effizienz deutlich cooler. Was bist du denn eigentlich? Du bist Erz. Wie weit gehen die eigentlich? Weit genug. Dahin würde ich kommen. Bei Blast Furnace auf 4 Induction, ja. Ja, mein Ding ist, dass ich eigentlich gerade gar nicht die perfekte Ratio hinkriegen möchte, sondern das überhaupt hier einfach reinquetschen.
Wenn ich den hier mit 360 habe und die hier mit, andersrum, mit 270 laufen lasse, könnte man den hier auch einfach auf Blast Furnace 2 hochsetzen. Dann wäre nur die Frage, ob wir, müssen wir den auf Ore Processor 2 hochgehen? Wie bitte? Die Schmelze nicht eigentlich komplett wegmachen? Welche? Und dafür so eine nochmal bauen? Ja, aber dann haben wir halt immer noch kein Silikon verbraucht. Ich will ja eigentlich den Erzverbrauch reduzieren, indem ich das Silikon reinschmeiße. Aber ich sag mal, das klappt ja sowieso nicht. Also ich nehme hier mal die 10 Autos raus. Dann darf noch einer düsen. Und dann dürfen die hier einmal abliefern und dann kommt nämlich hier... Die Frage, warum habe ich hier Carbon und Kohle drin? Betrieben. Und hier nehme ich noch einer ran für Silikon. Jetzt. Man ist dann wirklich so ein Geschissen auf die Ratios. Ja. nach oben habe ich auch Platz. Das heißt, ich könnte die Castings stehen lassen und einfach alles andere um eins nach oben schieben. Hier weg. So, hier. Ja, kurz warten, bis da oben alles ausgeflossen ist. Ja, das Problem ist, wie gesagt, die Ore Processors. Solange ich die Ore Processors nicht auf 2 bauen kann, müsste ich die dann hier auch verdoppeln. Und dann müsste ich aber auch das Belt verdoppeln, weil die ja das Belt schon ziemlich gut ausnutzen. Und dann bin ich wieder bei so einem Level, wo ich sage, da warte ich lieber auf die Mark 2. Und upgrade dann alles auf die 2er. Ich gehe hier nur auf die Induction Furnace 2, weil ich eben das Silikonrezept brauche. 360 Blast auf 2. Ja, genau. Die laufen nicht perfekt, das ist mir schon klar. Oder was willst du mir sagen, Mesadan? Oben ist rausgelaufen. Gut. Nicht Steuerung C. Wir fahren auf 2 Drittel Auflastung, genau. Und verbrauchen trotzdem, also andersrum, wir laufen auf 2 Drittel Auslastung. Was bedeutet, sie laufen wie viel? 18% schneller und haben gleichzeitig nur den halben Verbrauch, also doppelt so effizient. Das ist das, worauf ich ziele gerade. Möglichst wenigen Aufwand. Weil klar, das ganze Ding abreißen und komplett neu bauen ist auch eine Option, keine Frage. Hier raus. Hier rein. Kommst du bis dahin? Ah, nein, natürlich nicht. Wenn ich jetzt die hier kopiere, kriege ich eine stabile Verbindung hin. Ja, Induction Furnace 1 ist im Weg, ist klar. So. Aber jetzt halt auch in der oberen Hälfte. Ja, genau. Erstmal eins von oben. Ah ja, Strom ist ein Problem. Das heißt, hier kommt noch ein neuer Strommast rein und dann haben wir ihn hier. Ah, nehmen wir es noch weg. So. Rummasten Horror Town, natürlich.
Aber die untere Seite müsste jetzt wieder laufen. Dann auf zur oberen. Das ist er hier. Ganz so weit. So hier. Dahin. Und auch hier müsste ich jetzt nur wieder rausfinden, welches die richtige Taste ist. Ah, wenn sich so weit ausgeht. Ah, cannot be flipped. Gut. Dann. Ja, machen wir erstmal den einen. Einen. Der ist ja wirklich super easy. Der muss ja nur. Warte, wo habe ich da Strom? Da habe ich gar keinen Strom. Okay. Hier. Ihn. Ran. Einmal unten durchtunneln. Jetzt brauche ich halt nur noch die Induction Furnace, das Paar. Und dafür brauche ich natürlich Stahl. Wo stahle ich mir denn den Stahl? Das Induction-Ding, bevor ich es falsch ausgebe? Ja, das ist wirklich das Induction-Ding. Dim, dim. So, dann hätte ich 6 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also noch 3 weitere. Aber es sind wenigstens Steine. Wenigstens fehlen Steine, nicht Stahl. Waren die falschen. Aber bitte wieder alle zurück. Brauche ich die nochmal. Was für Züge nehmen wir? Was hältst du von 1-4? 1-4, okay. Ah ja. Bam bam. Dafür man jetzt eben das Coke zuerst, das er erst bekommen hat. Sehe ich zufälligerweise den Brennwert hier? 2,5.
2,0. Nee, Crush Core ist was. Oh mein Gott, das ist ja ein Name. Pizza 3 Levis. Herzlich willkommen. Danke dir für dein Follow. So, und dann brauche ich jetzt hier wieder Autos fürs Eisenerz. In dem Sinne nochmal herzlich willkommen, Pixat. Wie geht's dir? Was treibst du so und wie bist du zu uns gestoßen? Und ein Fabian kommt auch noch hinterher. Herzlich willkommen. Immer der Moment, wo ich mir denke, hoffentlich werde ich nicht gerade Follow gebottet. So. Genau, jetzt kriegen wir hier 240 Molten Iron raus. 5400 pro Minute. Und. Da brauche ich mehr Casting. 400. Aber auch nur mit 2 Drittel Effizienz. Das hat der Meter dann ja schon gesagt. 400 mal. Okay. Halt. 3600. Also wir nehmen hier bei dem doppelten Speed, das heißt, ich darf nochmal alle Casting Machines upgraden. Um den Speedgewinn zu kompensieren. 30. 30 von denen, was das wieder an Stahl kostet. 900 Stahl. Eieiei. Dum, dum, dum. Oh, hab ich sogar. Mal die Depots auslesen als Truhe. Das können wir erforschen. Ah, okay. Kobal, schönen Abend. Schlaf gut, hab was Süßes und bis übermorgen. Bam, bam. Transport. Mal. Ja, genau, es gibt dieses Transport Circuit Network. Transport Depot Circuit Reader. Glaube ich, muss ja dann da dran klatschen. Und Road Network Reader. Oder. Ist das Anforderungsbereich, Marc? Pack das einfach in ein Kabel rein. Okay. Jetzt gerade hier. Ja, aber eigentlich bietet es ja dann an, oder? Ja. Noch. Da immer die Frage des Wordings. Also, weil der Anfrager im LTN ist ja der Anbieter im LKW. Oh, bam. Casting. So. Eisen. Bam, bam. Da drin, lohnt sich dahin zu laufen, 300. Warten. Also ultra faszinierend, wie schnell die Vorräte weg sind. Claybricks. Also ich habe halt nicht das Gefühl, dass wir hier eine gigantische Anlage stehen haben, aber sie ist schon deutlich größer, als sie in meinem Kopf eigentlich ist, weil viel mehr Köche daran arbeiten. Oh, jetzt kann ich 47 Castings bauen. Sehr schön. Schauen wir mal. 15, 15. Plus 8 fehlen noch 7. Warte gleich mal. Also wenn ich hier stehen bleibe, upgradet der ja eh. Haha, haha, haha. Muss jetzt hier eher aufs rote Belt hochgehen. Eieieiei. Bam, bam.
Da sind noch 10 einfache. Und jetzt sind noch welche gekommen. Da sind noch 5. Das ist eh sinnvoll, die zu bauen, wenn die fast fertig sind. Wenn man dann schon die alten aufgesammelt hat. Ja, und jetzt hoffe ich mal, dass ein rotes Bild ausreicht. 15. Ein rotes Bild würde ausreichen. Logistik da. Gelb. Rot und von Gelb auf die Lode auch noch. Eine Frage, wenn ich die Mutter mit den 5 Drohnen, habe ich automatisch 3 von Anfang an? 2. 2 hast du von Anfang an. Und die lassen sich aber relativ schnell nachcraften. Und also ohne riesen Forschung. Ein bisschen was muss man forschen. Ein bisschen teuer sind sie, aber so an sich passt das so. Ja, hier. Das können wir auch billiger haben, indem wir einfach die. Ah, sehr schön. Moskito hat eh schon rote. Er hat auch schon rote. Okay. Hast du geladen oder hast keine? Im Inventar. Die sind normalerweise im Inventar und du musst die einmal platzieren. Wenn du sie auch nicht im Inventar hast, dann ist da irgendwas was kaputt. Dann ist die Mod vielleicht doch nicht aktiv, auch wenn es so aussieht. Glas. Da liegt Glas rum. Okay. Danke. Ja, toi toi toi. Ich drück dir die Daumen, dass das gebracht hat. Bam bam. Warum wir denn hier? Plastik. Und Recycle Gas wird einfach rausgeschmissen. Toi toi toi. Radar. Da oben muss unbedingt ein Radar hin. Ja, Mosquito, ich habe hier abgegradet auf rote Bänder und deine Drohnen sind losgeflogen und haben mir die für mich übernommen. Und dementsprechend hast du jetzt ganz viele gelbe Bänder von da aufgenommen. Die kannst du aber runter in die Produktion schmeißen, dann werden die zu roten Bändern abgegradet. Also, toi toi toi. Bam bam. Ja. 22 Stahl liegen hier rum. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich gehofft habe. Ja, Logistiknetzwerk haben wir noch nicht. Also, dass sie einfach weggeschmissen werden können und dann kommen Drohnen und holen das ab. Das haben wir leider noch nicht. So. Dann sehen wir jetzt hier auch ein bisschen was mehr. Und hier wird Plastik hergestellt. Das ist ziemlich cool. Bam bam, dem fehlt das Propangas, dem fehlt das Methanolgas, das Methangas, dem fehlen die Natural-Dinge. Und hier haben wir einen Rückstau von Acidgas. Hier haben wir dann dementsprechend, ich glaube, das Acidgas muss noch irgendwo abgelassen werden. Smiley hatte das. Ah, nee, warte mal, was ist hier? Nee, das wird das nicht gereinigt. Oh, Fackel vergessen. Gut, dann stelle ich dir fix eine hin. Ja, könnt ihr das Sulfur ins Netzwerk packen? Das könnte ich gebrauchen. Okay. Ganz kurz. Flair. Ich glaube, das Ding produziert halt nur so viel, wie es selber braucht. Also das ist. Sieht eher aus wie so ein Nebenprodukt. Und das wird auch angeboten. Also Sulfur wird ja auch angeboten. Was brauchen die Kompanion-Bots noch, um zu fliegen? Gar nichts weiter, oder? Brennstoff. Also Kohle, ja. Und sowas. Aber sonst nichts weiter.
damit sie dann noch arbeiten, meine ich. Achso. Ach nee. Du musst da noch die Module reinsetzen. Also einmal anklicken und dann eben den Compagnon-Reaktor reinschmeißen. Und die Compagnon-Roboports. Ja, und Hefty, du kannst mich auf dem, oder du kannst uns auf dem Discord ansprechen. Da haben wir auch einen Factorio-Channel, da kannst du Fragen reinschreiben. Und wann immer jemand Zeit und Lust hat, darauf geantwortet. Und eine Antwort weiß, ja. Manchmal bewundern wir auch einfach nur das Problem. Das kommt auch schon vor. Ah, hier unten wurde upgegradet. Ja, also noch nicht vollständig, aber so ein gutes Glück. Lies ich mal hin. Ach so, mein Name. Ja, einfach 50. Produzieren daneben schon rote Chips? Ich glaube fast. Ja, doch. Sieht so aus. Rote Chips. Hier werden die Transistoren rausgemacht. Hier werden nochmal die anderen rausgemacht. Hier fehlt das Resin. Das wird aber hier hergestellt. Da fehlt gerade Holz. Wir haben nicht genügend Holz, wie es aussieht. Bronze. Hier ist das Holz. Bam, bam. Hier sind die Saatlinge. Die Saatlinge haben wir genug. Ich glaube, die hier craften halt sehr, sehr langsam. Da haben wir die Bäume und die Bäume werden dann hier zerschnibbelt. Das ist schon die Assembly Machine 2. Ich glaube einfach, wir brauchen nochmal sowas hier, ein groß Greenhouse. Bin ich gar nicht. Ah, da. Greenhouse. Braucht Glas. Gut, Glas liegt ja da unten rum. Das passt. Bam, bam. Nein, das Glas wurde mir geklaut. Hier lag Glas drin. Ich weiß es genau. Bam, bam. Unten brauchen wir noch rote Bells. Ich habe mir fix rote Bells. Und schmeiß sie da unten rein. Ah, jetzt nicht so richtig viele. Muss mein Inventar ein bisschen loswerden. Ah, warte mal. Da. Nehmen wir Bronzeplatten. Was ist denn das für ein Leck? Okay, er ist vorbei, aber das war ein ganz schöner Leck. Spanien, oder? Also wenn man es andersrum sieht. Und das Wasser jetzt quasi dann. Ja. So mit Portugal dran. Ja. Frankreich ist ein bisschen exorbitant groß, aber. Ja. Der Stiefel ist auch ein bisschen kaputt, aber egal. Ja. Abgeknickt. Bisschen schwund ist immer. Rates bitte. Wieder weg. Die sind schon wieder weg. Aber jetzt habe ich wieder welche, die ich upgraden kann. Nur haha. Jetzt fehlt nur Bronze. Die kann ich ja wegreißen, das ist ja okay. Die brauchen wir ja auch nicht. Produzieren wir schon Solarzellen? Nicht, dass ich wüsste. Auch nicht. Mal machen, oder machst du das nicht? Wird auch am Solarschalter und am Stahl, meine ich. Also wir können es ja hinstellen, dass wenn wir am Mittwoch wieder starten, wir eine volle Kiste
haben. Weil ich glaube halt schon, dass wir gute Chancen haben, da genügend anzubieten. So, genau, er hier ist jetzt voll. Also wir können jetzt mit mehr Autos, glaube ich, abholen von dem Stari-Zeug. So, dann schauen wir nochmal, wie das hier ausschaut. Bam. Das ist Eisenerz? Ah, von der Sorte. So, da sind 35 von 35 beschäftigt und die kriegen es nicht auf die Reihe. 10 weitere Reihen. Dann haben wir hier drüben. Ich muss jetzt leider. Schön Rückstau. Du musst. Bis denn. Bam. Wir müssen mehr Steine verbrauchen. Ah ja, beim Steine verbrauchen, das hatte ich doch hier drüben. Alles, aber gecrushte Steine, verdammt. Und die Pellets hatten wir hier unten zur Stromversorgung hingestellt. Das sieht fast so aus, als würde unsere komplette Stromversorgung Pellets laufen. Nee, auf der Kohle, die hier hinten rauskommt, weil die eine höhere Prio hat, damit die nichts verstopft. Das passt schon. Aber ja, wir verbrennen Pellets, das ist gut. So, was machen wir jetzt mit den Steinen? Bam. Wieder zurückcracken. Damit wir sie hier hinten verbrennen können. Kann ich auch mal schauen, wie das hier drüben ausschaut. Ist der überhaupt auf Vollauslastung? Wenn du bei Iron Erz Raffi die Crushed Stone zu Stone rausnimmst und einfach nur Crushed anbietest, ja, das wäre auch eine Variante. Gerade nur am Schauen. Wie hier langweilen sie. Was ist denn jetzt schon wieder für ein Leck? Ja, komm, wir nehmen da den Crushy raus. Den Crusher, den Zusammenkleber raus und bieten die Crushed an. Dem Leck warst du? Was hast du denn angestellt? Dass das so leckt. Wo bin ich hier weg? Dann kommt hier halt gequatschter Stein rein. Und hier machen wir das nicht anders. Oh fuck. Uhu, Level up. Ah, das hier ist ja eh die Slack-Geschichte. Okay, da könnte man dann auch wieder eine Logikschaltung machen. Sobald ich rausfinde, wie man ausliest. Was da los ist.
Montagemaschine an und schiebt den Regler beim Rechner. Ja. Das zieht. Deswegen gehe ich da immer mit Schritten lang, statt mit. Mit dem Regler. Bam bam. Aber dass es so krass ist, habe ich jetzt aber auch überrascht. Nein. Oh hier. Außer 62. Naja. So, jetzt mal auf plus 5 drücken. So, hier wollte ich jetzt ganz kurz mal rausfinden, ob ich hier was auslesen kann beim Supply Depot. Beim Transport. Haben wir die rote Assembly-Maschine schon? Keine Ahnung. Secret Writers. Secret Reader. Immer noch Boards. Die roten Boards. Okay. Crushed Stone. Was tut das? Okay, ich kann es verkabeln. Danke, gut. Okay, ich kann es einfach so verkabeln. Bam bam, wenn Crushed Stone kleiner ist als 1000. Dann darfst du mitlaufen. So rum. Damit dürftet ihr zurückstauen und damit dürftet ihr jetzt nämlich mehr Slack rauskommen. Okay, und eigentlich müsste ich das Kabel von hier drüben. Ich brauche mehr Red. Auch mal Insulated Wire. Aber ich muss ja eigentlich sagen, wenn zu viel Slack da ist, macht das auf. Das macht ja mehr Sinn. Bam bam. Überhaupt muss ich meine Inventar mal leer kriegen. Aber ich muss einfach in regelmäßigen Abständen Shift C drücken, damit Even Distribution mein Zeug verteilt. So, genau, hier ist der Slack Autor. Er darf dann hier das mal verteilen. Natürlich ultra unschön, dass es weit auseinander ist und da so viel Kabel drin verkabeln muss. Hey Marc, es gibt doch ein Tier 2 Solarpanel, ne? Ja, finde ich. Da. Wie heißt das? Bitte? Wie das heißt? Habe ich noch geforscht. Das ist dann einfach Arch oder Small Solarpanel. Soll ich Solar nehmen geben? Dann finde ich noch. Ja, aktuell, das stimmt. Also Solarpanel 2 kommt auch noch. So, was mehr. Auch dann Silber. Schaue zurück, bis oben 18.000 sind und dann gibt frei. Bam bam. Dasselbe machen wir hier oben auch nochmal. Weil das ein bisschen anstrengender wird. Ich glaube, ich mache das so, indem ich den hier einfach mal komplett so rausnehme. Dann können sich die Drohnen nämlich kurz austoben, was das für eine Lasershow ist. Perfekt. Ja, jetzt meckern die ein Weilchen, ist okay. Dafür kann ich jetzt aber das Ding hier reingucken. Okay. Soll ich dann trotzdem noch einmal überbrücken?
Hier spielen wir genau dasselbe Spielchen und machen das einmal komplett so kaputt. Kopieren dafür von hier. Ich bin absolut übervoll. Bam, bam. So, und hier ziehen wir das Kabel intern durch. Dass man sogar eine interne Leitung habe. Signale, wo der Strom ist. Das bin ich. So, da soll ich nämlich auslesen, was, wie viel Slack da ist und blockieren für den Fall, dass zu viel zu wenig Slack da ist. Kann ich zufälligerweise auf große Distanz kopieren? Ja, kann ich. Und ist der hier nämlich blockiert, die hier verarbeiten kein Slack. Und das ganze Ding läuft wieder einigermaßen, weil hier die Steine schon schnell abgeholt werden. Hier drüben die Steinvernichtung. Frage ich mich halt, wie viel Kapazität die hat. Und 48 Stück. Also verbrauchen 7600 mineralisiertes Wasser. Und der hier verbraucht einfach mal, ja, 900 pro Minute. Ja, wie viele Steine produzieren wir so? Also im Zweifel noch nicht genügend. Würden eigentlich auch so damit das Slack gebraucht wird. Ja. Wir mehr Crushed Stone loswerden für alle Fälle. Bam bam. Wir haben zu wenig Silberdioxid. Silberdioxid? Ach, Sulfurdioxid. Ich habe Silberdioxid verstanden. Da dachte ich mir sowas. Ja, das können wir aktuell halt nur über die Bleiproduktion herstellen. Halt nur ein Nebenprodukt. Wir werden es aber irgendwann gescheit herstellen können. Wir können es jetzt schon herstellen, wenn du Sulfur und Oxygen Gas zusammenpackst. Es ist nur die Frage, ob wir genügend Sulfur haben. Genau, Gleisnetz weiterbauen bitte, Moskito. Aber ja klar, da kannst du gerne weiterbauen. Wo Marc verlinkt hat. Ich brauche mehr Rohre. Ich brauche, was sind das? Dann die Maschine 1. Weiß, dann passen die Ratios wieder nicht, aber wenn wir schon Feuer haben. Ich die Bells auch? Die Bells brauchen wir auch nicht. Der Römer, genau. Okay, komm. Was nehme ich hier nochmal kurz raus? Nehmen 9 dahin. Sagen hier, machen wir bitte von S1 auf S2. Gleich los. Was steht denn sonst so da? Bam bam. Da fehlen Requeste. Ne, das ist nicht hier. Jetzt brauche ich 48 Algen farmen. Die können wir sogar schon auf 3 bauen.
Das wäre die dreifache Geschwindigkeit. Ja, und Kupferrohr, das ist richtig. Okay. Wir machen es doch anders. Bevor ich das copy-paste, checken wir mal, ob wir den 48er da drüben auf Tier 3 hochkriegen. Weil das verdreifacht das Ganze schon. Das ist dann so ein Work Smarter not harder. Dann bräuchten wir eventuell halt einen weiteren Liquifier. Aber an denen soll es ja echt nicht scheitern. Also hier ist ja, weißt du, Platz. Das wäre dann nur die Frage. Die sind jetzt gerade bei 128 pro Sekunde. Wenn ich die verdreifache, ist ja halt auch easy peasy. Kein Stress dabei. Okay. Krieg ich hier irgendwo Kupfer los? Oder Rushed Coal? Nee, Coke ist das, oder? Irgendwie so ein bisschen belastend. Ah doch, da bin ich was los geworden. Hier will ich was los. Sehr gut. Ah, sehr schön. Was ist gewonnen? Bam, bam, bam. Almfarm 3. Das braucht Steine, Eisen und Stahl. Claybricks habe ich noch ein paar. Aber Claybricks hätte ich auch noch brauchen. Bam, bam. Ich werde ganz kurz mal hergehen und die Farmen da hinten abreißen. Weil ich nicht mit den Farmen im Inventar danach rumlaufen möchte. Advanced Gold Smelting! Das wird gut. Der andere Vorteil ist, dass ich da nämlich auch mitzählen kann, sozusagen. Kann ich kein Oxygen bestellen? Kannst du? Finde ich das nicht oder bin ich doof? Hier wird's angeboten. Ja, aber muss ich so bestellen. Geht's hier los mit den grünen Algen oder kann ich die hier weg? Ich mag Even Distribution. Gut, das hier. Compressor. Ah ja, genau, für mehr Flüssigkeit. Expander. Genau, wir haben übrigens auch Stacking Belt Boxes für Flüssigkeiten. Bin ich sehr gespannt, wie das wird. Stahl und Steine. Eisen sieht gut aus. Zumindest bewegt sich da was. Hier Stahl. Zumindest ein bisschen was. Ah, nein, der hier hat mir was geklaut, verdammt. Ich mache wieder hier ein bisschen Rückstau. Ich falle immer über das Y beim Oxid. Ah. Steine und Eisenplatten. So und Steine und da. Jetzt fehlt Stahl auf einmal. Oh. Wollte gerade sagen, was ist denn hier los, Marc? Alles gut. Einmal blinkt's hier stromtechnisch. Ja, Sicherung ist rausgefahren. Ja. Ja. Kennt man ja nicht anders. Schwamm. Da war das Stahl, ja. Eine ganze kann man jetzt bauen. Schön. Und das Schlimme ist, weil ich das Eisen nicht, die Steine nicht mehr verbrauche, produzieren wir weniger Eisen, produzieren wir weniger Stahl. Es ist ein Teufelskreis. Ich packe einfach die mal ganz beiseite.
bestimmt noch andere Orte, wo ich mir ganz viel Stahl klauen kann. 120 Stahl. Also brauche ich jetzt 4800 Stahl? Nee, mehr. Kann ich einfach mal kurz leicht stehen bleiben? Bam bam. Dass man da das Stahl nicht durch Kupfer ersetzen kann. Das sind doch nur Rohre. Wo ist das Problem? Ich habe das Gefühl, dass sich hier nicht so richtig viel bewegt. Wir nicht noch, sonst noch irgendwo eine Stahlschmelze? Irgendwie hier unten? Ne, die hatten die nur vorhin weggerissen, glaube ich. Oh ja, sehr schön, Holzproduktion. Was kommt mir hier eigentlich nicht mehr an? Ah, das Kupfer. Die untere Kupferschmelze. Hat das hier einen tieferen Sinn? Ich glaube, das hat jemand gemacht, damit das untere Belt voll wird. Ja, das habe ich gebaut, gemacht, damit unten. Ah, das Kupferangebot. Wird. Mhm, okay. Lol. Hier ist alles mit Briketts voll. Wo kommen denn hier die Briketts her? Hä? Ach nee, das ist Bobmonium. Ich dachte, das wären Briketts. Lol. Wollte gerade sagen, was siehst du da? Ja, ja. Tomaten auf Augen. Ich will doch nur Stahl. Ja, sehr viel. Ein Stahl. Den Screensaver, oh mein Gott. Den Screensaver auf Steuerung S legen ist echt nicht eine gute Idee gewesen. Die Faktorisierungshäuser nehme ich mit. Nee. Ich finde so, Maschinen und Fabriken muss man sehen können. Wenn das nur so Haus in Haus ist, dann sind da die Wege schön kurz, weil man halt sich was spart, aber es sieht halt nicht so schön aus, finde ich. So, Claybricks. Bam, bam. Hey, wir haben schon ganze 5 abgegradet. Eieiei. Darüber. Vor allem, ich finde halt, dass man deutlich besser sieht, wo ein Problem ist, wenn man einfach dran vorbeiläuft. Weißt du, wenn ich jetzt so ein Haus habe und da kommt ein bisschen was raus, dann sehe ich halt nicht, was in dem Haus drin ist und was in dem Haus kaputt sein könnte. Ich habe aber fairerweise noch nie damit gespielt, mit dem Faktorismus-Emo. Also es kann auch sein, dass es in meinem Kopf falsch ist. Jetzt haben wir hier doch auch ein bisschen was. 5 auf einen Strahl. Wenigstens die 5 schon hinsetzen, damit der Crushed Stone Verbrauch anläuft. Ja, können wir machen. Dum-dum. Auch mit Bulk Railloadern. Nicht gut. Das hat den Sinn, dass die hier blockieren.
und den Slack durchlassen, damit der Slack hier oben angeboten wird und wir genügend Slack haben für die Produktion von Slack Sludge. Und das andere Thema dabei ist, dass wenn der Slack voll ist, soll der Crushed Stone trotzdem abgeholt werden. Aber ich sehe schon, wir brauchen ja eigentlich zwei Belts. Damit da die Steine durchkommen. Ach, der Slack, wo er vorher zu Stein gemacht hat, ist klar. Ja, genau. Da, Felgenfarm. Zum Glück hat sich da jetzt nicht die Größe geändert. Mineralized Water und Carbon Dioxide. Was rum? Hüpfel. Den bitte einmal drehen. Nächste tolle Schaltung im Bau mit Filterarmen, genau richtig. Du hättest das Problem, dass du nur ein Produkt pro Haltestelle haben kannst. Und du hättest das Problem, dass du immer davon ausgehen musst, dass der Zug voll wird. Also, stell dir vor, du hast eine Station, die bestellt 1000 Stück. Im Zug passen 2000 Stück rein, der Bulkloader würde 2000 Stück reinladen und die Empfangsstation würde überladen werden. Und das kann dann wieder zu Folgefehlern führen und so weiter. Und dann steht auf einmal Polen offen. Also... Deswegen Bulks und LTN nicht so eine richtig gute Geschichte. Wir haben das mit den Flüssigkeiten ja auch so gemacht. Wir haben ja immer gesagt, unsere Schaltung kann einen Zug unterladen. Also wenn nur 50.000 bestellt werden oder nur 20.000 bestellt werden, dann werden auch nur 20.000 eingeladen. Aber das hat ja selber Probleme, weil die Schaltungen mit Delay arbeiten und auch nicht exakt sind. Also wenn dann 1.000 Flüssigkeit rein sollen, dann sind dann doch 1.100 Flüssigkeit drin. Und dann haben wir halt gesagt, okay gut, Flüssigkeitszüge sollen immer voll fahren. Also 100.000 passt in den Zug. Also wurde gesagt, hey, du bestellst erst ab 100.000 und du bietest erst ab 100.000 an. Dann ist es egal, dass die Pumpe eine Millisekunde zu spät dicht macht, weil der Zug ist eh voll und er wird auch voll erwartet. Und wenn man diese Logik ansetzt, dann kann man auch das mit den Dingen machen. Mit den Bulkloadern. So, genau, der hier ist einfach nur voll. Aber trotzdem werden wir hier noch ein zweites Bild reinsetzen. Und dasselbe haben wir ja auch hier oben. Mit demselben Problem. Oh. Nein. Irgendjemand hat nämlich in der Base diese Slack-to-Steinstation weggerissen. Jetzt läuft da nämlich das Slack hin. Kannst du mal pingen, bitte? Ist komplett weg. Ja. Aber dafür wurde hier halt Slack angeboten. Und es wird wohl zu wenig verbraucht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wir mehr verbrauchen müssen. Aber vermutlich haben wir zu wenig Sulfursäure, Schwefelsäure, um das gescheit durchzuslacken. Ja, wir haben zu wenig Sulfur, ja. Ganz lange genauso gemacht, bevor ich 50 Source Tutorial auf YouTube gefunden habe. Habe ich auch nochmal LTN plus Bulk Right, oder? Juhu, es wurde gesagt, das ist ein tolles Tutorial. Das freut mich. Bam bam. Wo war jetzt nochmal der Stahl? Da oben.
Tadam. Nein. Genau, eine kann ich bauen, sehr schön. Eisenplatten. Eisenplatten finde ich okay. Eisenplatten finde ich. Eisenplatten haben wir irgendwo. Da oben 800, das passen. Ärgern sich jetzt bestimmt ein paar Autos, aber mei. Was geht wieder los mit Stahl? Ja, das Schlimme bei uns war halt, als wir bei Pianodon auf einmal neue Züge bekommen haben und diese Züge die doppelte, das doppelte Fassungsvermögen hatten. Schwupps funktionierte das mit denen, wir laden alle Züge voll nicht mehr. Es war dann echt gut, dass wir die Schaltungen hatten, obwohl wir sie eigentlich nicht brauchten. Und das hat uns zumindest ein bisschen bewahrt, aber die, einige Folgefehler, die da drin waren, waren echt arg nervig. So, bam bam. Ich glaube, hier muss ich auch dann die, ja, die Greifarme massiv steigern. Die Assembly Machines upgraden. Blup. Und von gelb auf nicht auf rot. Welcher von den. Ah, da fast. Dann hole ich mir meine Ladung Fast-Inserter, während ich darauf warte, dass mehr und mehr Stahl produziert wird für mich. Bam bam. Da. Ja. Muss da mehr vernichtet werden, das ist also ich. Da steht wohl ein Waggon, ja. Kann man doch mal verlieren, oder? Oh, passiert. Passiert, genau. So, das passen. Bam, bam. So. Jetzt nach oben. Irgendwie anschauen, was mir im Truck-Netzwerk. Du hast unten so einen Knopf Toggle Road Network GUI. Oh. Den musst du eventuell erst einschalten über das Menü. Und dann hast du so einen Content mit Inhalt. Ach da. Und musst aber halt hier die Netzwerke wechseln. Also, welches wo ist. Wir haben 312 Depots bei uns im System. Ja, ich muss das Netzwerk 1 sind wir ja mit allem, oder? Ich glaube das Netzwerk. Ja, Netzwerk 1, ja. Anders sind alle. Was suchst du denn für die Info? Mineralisiertes Wasser haben wir schon. Mineralisiertes Wasser haben wir nicht. Kann ich dir aber hier anbieten, wenn du willst, weil da stelle ich es eh her. Aus Abfallprodukten. Willst du haben? Ja, ja. Gut, wenn wir es haben. Ja, klar. Drin und der hat sich einfach mal 20.000 rausgezogen fürs zum Anbieten. Also mineralisiertes Wasser 20.000 sind im Angebot. Dankeschön. Einfach mal eben, weißt du, das wäre krass. So, ich habe doch Inserter geholt, Fast Inserter. Warum upgradet er die nicht?
Und die Assemblies habe ich vergessen, verdammt. Aber im Ernst, warum upgradet er die nicht? Weil die eine Config haben? Das wäre ja ein bisschen madig. Hola, Solarpanels. Oh, Assembler 3 sogar. Haben noch nicht so viele da. Oh, ich habe die ausgeschaltet. Lol. Ja, ich habe da immer den falschen Knopf erwischt. Danke dir. Absolute Klassiker. Und ich denke über 7 verschiedene Möglichkeiten nach, warum die jetzt nicht funktionieren könnten. Und wie ich das jetzt von Hand manipuliere. Da habe ich auch noch den Knopf ausgedrückt. Construction Toggle. Ja, jetzt machen sie. Sehr gut. So. Und verliert der jetzt hier auch welche? Der will 50 machen. Ich hoffe, wir müssen ihn trotzdem noch verdoppeln. Verdammt. Die Pelze werden jetzt nicht schnell genug produziert. Okay, das ist aber ein, wenn ich jetzt die hier so hinsetze. Und ihn hier hinsetze. Und den Strommasten auch hier hinstelle. Dann kann ich ja die Produktion steigern. Das würde ja, das geht ja schon. Ah ja. Da habe ich halt nur hier bei dem Eckkanten ein Problem. Das ist okay. Greifarm noch mal weg. Ja, der Greifarm alleine kommt nämlich schon hinterher. Das passt schon. An dem lag es nicht. Okay. Mal die produzieren 2,5. Der verbraucht 2,5. Also das ändert nicht wirklich was, leider. Außer wir würden das halt in Reihe schalten. Okay, weil du produzierst 5 pro Sekunde. 2 verbräuchten. Ah, okay, ich müsste eigentlich das pro Maschine setzen. Die drücken. Also. Ja, dope. Das technisch jetzt gerade wieder der absolute Horror. Ich meine, rein theoretisch kann ich es einfach größer bauen. Ich habe ja keinen Stress damit, das einfach ein bisschen zu verschieben. Dann hätten wir halt das alles. Halt hier. So. Funktioniert ja genauso gut. Gut. Funktioniert jetzt gerade nicht genauso gut, weil kein Strom da ist. So. Aber dann kann ich jetzt nämlich hergehen und sagen, dass hier die Fiber her. Mit den Fast Gang Beifall. Ich glaube, da kommt so ein Pink Panther um die Ecke. Er hat sich verschoben. Oh je, oh ja, das ist wahr. Ja, dann tipp doch mal spät, Mensch, Leute. Sag doch mal Bescheid hier. So, dann hätten wir die hier, und dann hätten wir hier das Nugget.
Und das wiederum geht hier raus. Ach Gott, das ist heute noch nicht raus, wo du ja arbeiten gehst, oder? Ja. Irgendwas ist immer. Jo, dann kommt das jetzt hier weg. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf was Gutes, träum was Süßes. Und bis übermorgen. Bis übermorgen. Ciao. Tschüss. Dahin. 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 Hatte ich nach oben viel zu viel kopiert. So, klappt jetzt mein Inventar? Gut, passt. Bam, bam. Jetzt haben wir dasselbe Problem. Wo haben wir jetzt die Kabel für die Kabel, für die Circuit-Kabel-Dingens? Für die Logik-Kabel meinst du? Ja. Ach, da oben stehen sie. Da. Ach lol, da werden sie. Die kenne ich gar nicht, die Produktion. Sehr cool. Bam bam. So, und dann einmal bitte das hier. F. Uff. So, der hier steht falsch. Und nicht sehr. Dahin. Jaha, Drohnen, ich hab's kapiert. Das Ding nochmal schnell kopieren, damit ich hier das Gepiepse los werde. So, was ist bei dir kaputt? Hier unten, den muss ich dann eh nochmal festsetzen. So, dahin. Sehr gut, das hört auf zu. Nein. Hört auf zu piepsen. Genau, Aliens haben wir aus. Das war aber mehr ein Unfall. Wir hatten sie eigentlich konfiguriert, dass sie da sein sollen und irgendwie sind sie doch nicht da und ja. Jetzt leben wir damit. So, das Carbondioxid geht hier hin. Und hier hin. Eigentlich haben wir dann noch das hier. Im selben Abstand, oder? Und er bietet dann einfach nochmal. Ja. Bin eins zu weit unten. Das hier darf alles nochmal eins nach oben. Dann passt es nämlich auch hier und dann passt nämlich. Ah, okay. Die Rohrlänge passt leider doch nicht. Aber hier drüben passt die Rohrlänge. Ja, weil er hier halt nicht mittig steht. Ah, nee, weil er hier nicht mehr da steht. Das ist die Thematik. Bam, bam. Der hier muss jetzt so laufen. Ja, und Strommästchen fehlen mir wieder. Bam, bam, bam. Ah, Strommästchen fehlen mir wieder. Das ist total Schwachsinn. Was ist los? Ja. Ich verbrauche aktuell keine Crash Stones, da arbeite ich ja gerade dran. Deswegen brauche ich ja auch gleich noch Ding. Ganz rechts fehlen auch noch Rohre. Bam bam, ja. Hier der Anschluss. Ach, da bist du gerade dran noch, okay. Ja, ja, genau. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, das bleibt bis Mittwoch so stehen. Nee. Also wir verbrauchen jetzt schon wieder, produzieren, also bei meinem Crushstone Verbrauch, ja, ist jetzt noch nicht so dieselbe Höhe, wie es vorhin war, aber ich brauche jetzt halt einfach noch eine große Ladung Stahl für die Farmen, für die Algenfarmen.
dann sollte der Verbrauch wieder soweit anziehen. Dann haben wir nur das Problem, dass eventuell die Pellets zurückstauen. Und das wäre ein bisschen arg blöd. Deswegen verbrennen wir die eigentlich im Kraftwerk. Der Clay. Ich habe es gerade wieder umgestellt, dass das Problem ist halt bloß in der Basis lief irgendwie die Kohle auch über. Ja, ja, genau, deswegen muss da irgendwie in der Basis die Kohle auf Prio stehen. Und das ist auch so ein bisschen Henne-Ei-Problematik, weil wenn der Server natürlich über Nacht läuft und die Fabriken nicht mehr arbeiten, verbrauchen wir ja auch weniger Strom. Korrekt. Und deswegen, ja, willkommen in dem Kreisverkehr. Nein, es fehlten auch noch andere Steine. Kann ich mir noch mal ganz flott hier mein Inventar erweitern? Oder ich stelle am Mittwoch dann noch eine Dings hin, die ausschließlich das verbraucht. Auf nichts sozusagen? Ja, die, also eine hier ist ein Kraftwerk, was nur Pellets verbraucht. Mhm. Ja. Das wäre super. Nicht Arm, sondern Farm. Oh, nein. Das war das falsche Circuit, was ich da geholt habe. Auch das komplexere. Müsste was? Ich stelle die andere um. Jetzt fehlt wieder Stahl, damit kann ich leben. Da kenne ich mich aus. Der Water Mineral Anschluss. Der ist doch da. Achso, du meinst das ganz rechts die Rohr. Ja, genau. Das hat man ja schon, genau. Eisenplatten. Nachdem ich mal 1000 Stahlplatten in meinem Inventar habe, fehlen die Eisenplatten. Ja, und hier sieht es natürlich echt bitter aus. Hier haben wir auch zu viele Steine. Aber hier kommen noch ein paar Eisenplatten rein. Sehr gut. Claybrick. Ein Ruhm gelaufen. Nochmal 6. Ha, noch 8, dann habe ich alle. Noch 8, dann haben wir alle geupgradet. Sehr gut. Dum. Wo kann ich mir noch Eisen klauen? Oh, hier kommt gerade wieder eine Ladung Eisen raus. Wie? Da ist Eisen durchgekommen. Was soll das? Mittig genug oder was? Farm. Nochmal Stahl, nochmal Items. Bricks meine ich. Playbricks. Also jetzt nochmal 360, also noch 300 Stahl.
Die kamen hier aber nicht raus. Nicht mal ansatzweise. Ich hab die jetzt auch mal umgestellt. Auf Brickheads, sehr gut. Ich kann die Prio nicht sehen bei dem Mixer. Da ist dein Kompagnon genau drüber. Ah ja, genau. Perfekt. Ja. Sorry. Alles gut, alles gut. So. Mir fehlen jetzt noch 80, 79 Steelpipes. Steel. Die muss ich doch irgendwo hier kriegen. Da nochmal 39. Bam, bam. 26 Stück. 26 Stahlplatten müssen noch hier irgendwo rumliegen. Da. Nein. Nicht. Hier. Das waren jetzt noch zwei Stahlplatten. Komm. Da hier. Gut. Halt doch wieder bei meinem Standarddiebstahl. Stahl. Hier auch mal wieder. So. Damit habe ich jetzt alle auf Tier 3. Hier nur noch Greifarme. Ganz viele Greifarme. Ja gut, wenn man jetzt C-Block gespielt hätte, dann hätte man komplett anders anfangen müssen, oder? War da nicht irgendwas mit grünen Algen und braunen Algen und so? Ja, yeah, genau. Also bei C-Block hättest du angefangen mit dem Electrolyzer aus Wasser Slag machen. Oxygen, Hydrogen. Das Hydrogen und Oxygen in die Luft jagen und den Slag sammeln und dann eben da Erze draus gewinnen. Ja, okay. Also wie wir es jetzt machen mit dem Sludge, ne? Der würde erst später kommen, auf die Art und Weise. Also da wäre Slack irgendwie zu den Ärzten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, oder doch über die Filter schon? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Aber das erste ist auf jeden Fall den Electrolyzer zu setzen. So, Greifarme, da. Aber kann man nicht eigentlich die Schmelzen auch auf Pellets laufen lassen? Manche ja. Es gibt welche, die brauchen Coke als Zutat. Und wenn du denen Coke nur Pellets gibst, dann klappt das natürlich nicht. Und wenn du den Coke und Pellets gibst, dann müssen die trotzdem noch einmal eingestellt werden. Das ist mir vorhin beim Stahl passiert. Nicht beim Stahl. Bei der Eisenschmelze, als ich die umgebaut habe. Hier. Da habe ich Kohle und Coke. Und die laufen aber tatsächlich nur auf Coke, weil das Coke zuerst da war. Und wenn man jetzt die hier umstellt auf Pellets, dann würden die immer noch einfach nur Coke verbrennen. Da müsste man dann einmal überall die Pellets wechseln. Ja. Also. Ja, aber das würde theoretisch gehen, ne? Das müsste gehen. Das müsste auf jeden Fall gehen. Okay. Gut, beim Kraftwerk habe ich jetzt auch bloß Kohle als Sekundär quasi. Ja. Weil anders geht es halt aktuell nicht. Ja. So, ihm fehlt noch ein Strommast. Und hier das Mineral Light Warster ist da. Ich glaube eher, dass die hier... Sehr gut. Dass die hier, die 12, so viel CO2 verbrauchen. Du verbrauchst 96 pro Sekunde und du produzierst 52 pro Sekunde. Das heißt, der muss nochmal ganz kurz kopiert werden. Jupp, das glaube ich auch, Mesa. Na komm. Dahin. Transportbild ist. Hier habe ich jetzt Schaltung drin, dass wenn in dem vorderen Karton noch Kupfer drin ist, also das rauszieht aus dem zweiten Karton.
So. Dasselbe Problem haben wir ja hier. Oh, jetzt verstehe ich auch, was hier das Problem ist. Yo. Eins runtergehen. Hier kommen wir uns erstmal um die Seite. Ruf hier soweit. Ist nicht schön, aber hässlich. Produziert wirklich genügend? Über die alle? Man sieht wirklich so aus. Und überall was an. Ganz kurz hier 48. Ah, und er macht noch 150. Auch den können wir reagieren. Das hätte man früher alles besser planen können. Und vermutlich werde ich das die Tage einfach abreißen und nochmal neu bauen. Aber jetzt für den Moment reicht das erstmal aus. Dann sind wir jetzt bei 300 pro Sekunde. Und die laufen vermutlich... Warte mal, wie war das nochmal? 5 pro Sekunde, 5 pro Sekunde, 2,5 pro Sekunde. Und die stauen eh in Ticken zurück, ganz langsam. Von daher, ja, nee, das wird schon passen. Wir haben es auf jeden Fall mit dem Verbrauch von Steinen gesteigert. Wir verbrauchen jetzt 4400 Crushed Stone. Statt der 3-4 davor. So. Damit passt das jetzt aber, es ist schon viel zu spät. Ich jag euch jetzt ins Outro und bedanke mich schon wieder dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid. Und such mal jemanden raus, den wir raiden können. Wer ist denn gerade mit Factorio online? Okay, da bin ich irritiert. Da ist irgendjemand mit bei. Kanälen gleichzeitig online? Ich weiß es nicht. Ja. F4.
heftig, schlaf gut, träum was Süßes. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt A und B im Community-Server. Ich glaube, wir sind wieder vorwärts gekommen. Wir haben echt viel Stahl hingestellt. Und wir werden über Nacht und über die Tage sau viel produzieren. Und am Mittwoch ab 18:30 geht's dann wieder weiter. Wir reden jetzt vor zum Cretail und auf der anderen Seite spammt mal eure Lieblings-Emoji, zeigt mal, was ihr kann. Dann also im Chat zum Brennen bringe, ist das, was Streamer normalerweise glücklich macht. Also bis dann. Tschüss. Das ging fix.